Wow! So. Hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Wir haben uns gedacht, 1000 Folgen Moin Moin, wer könnte da besser passen als die drei, die sich seit 1000 Folgen um Moin Moin drücken? Aber das ist doch die Neujahrsmusik. Ja, okay, du hast auch vier, fünf. Okay, du hast mehr gemacht, aber die zwei. Okay, so ich nehme dich in den Zirkel mit rein und wir lästern über die anderen beiden. Aber das ist auch nicht nett, sich Gäste einzuladen und sich dann direkt zu beleidigen zweimal. Das macht kein guter Entertainer, würde das machen. Olli Pocher hat das gemacht und er wurde. Ey, sag mal, ist das wirklich bei euch nicht mehr drin, dass man. Es gibt immer diesen awkward Moment, wenn diese Musik anfängt, dass man anfangen muss mitzusingen. Egal was wo, für Kindergeburtstag, einer fängt immer an. Und dann hast du immer diese paar Sekunden, die wirklich unangenehm sind. Aber das sind. Ist doch diese Neujahresmusik gewesen. Das hat doch gar keinen Bezug Happy auf ich habe aber auch Jubiläum Happy gehört. Nee, das ist, auch, warte mal. Ah, na klar, das ist Happy Birthday. Ich hab's halt voll verrafft. Ich dachte, immer das wäre dieses Neujahrlied, was die Amis immer spielen. Happy Birthday to you. Ja, genau. Ich hab's voll verrafft. Das ist das Neujahrsding. Alter. Danke. Ja, du rettest mich gerade. Ist das nicht irisch sogar? Nee, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall kurz gedacht, das wäre das. Egal. What are yelling about? Ja, hier. Mach mal einen irischen Song. Irgendeinen, den es gibt, oder? Nee, einen Happy Birthday Song natürlich. Happy Birthday. Okay, das. When I see you on the cliffs of Claymore, and I take my sword and put it to your heart. Sowas von der Richtung wahrscheinlich. Schön. Okay, das war bis zum Ende dachte ich, es wäre real. Ja, I believe. Ja. Am Geburtstag stecke ich mein Schwert in dein Herz. Ja. Ich spiele. Aber nur das ist so bei ich spiele gerade viel Dark Souls, deswegen. Ich habe es, glaube ich, sogar gerade Claymore gesagt. Moment, Ede, hast du eine vorbereitete Moderation oder was ist das? Ich habe dich noch nie mit so einem Titel gesehen. Ja. 1000 Sekunden. Ich habe auch bis eine Sekunde vor der Sendung noch versucht, Donny zu überreden, dass er das mit diesem Zettel macht. Aber jetzt habe ich das halt. Wusstet ihr, dass es sowas gibt? So eine Art also hier steht so ein Rundown mit Dauer und wie lang so ein Take dauert. Und am besten gefällt mir oben CVD Andreas Links. Auch mal einfach schön, weil also ich bin Chef. Das muss auf jeder Seite stehen. Oh, Chef von Dienst. Ja, aber ja, das muss echt auf jeder Seite. Und nach jedem Satz immer klammern. Chef von Dienst übrigens, Andreas Links. Man muss ja wissen, von wem es kommt. Genau. Also wir werden uns heute im Rahmen der 1000. Folge Moin Moin natürlich akribisch daran halten. Wir haben tatsächlich ein bisschen was vorbereitet heute zur Feier des Tages. Heute ist ja nicht nur 1000. Sendung Moin Moin, heute ist ja auch der 4. Geburtstag von Rocket Beans TV. Ey, wirklich knallhart, ne? Das ist zeitlich so. Das wäre so, als ob wir, stell dir vor, wir hätten vor 4 Jahren hätten wir gesagt, ey, in genau 4 Jahren haben wir 1000 Sendungen. Das hätte keiner geglaubt auch. Wir am wenigsten. Dass das so zusammentrifft, das ist wie diese Löcher in der Pyramide, wenn man da durch zufällig das Sternbild des apokalyptischen Iltis darstellen und alle denken, das ist mit Absicht. Es ist exakt genauso. Ja, genau. Ja. Sind wir nicht alle froh, dass Nils nicht damals die Sternbilder benannt hat und die alle entdeckt hat? Sonst würden die alle hätten noch heute alle ganz absurde Namen. Willst du nicht mal Aszendent Uwe Seeler? Es gibt noch Sterne da draußen, dann kannst du die benennen. Das könnte dein Hobby sein. Ey, ernsthaft, komische Nils, Sterne zu entdecken. Ja. Dann heißen die nicht B380 Ernie, sondern Ernie ist so lustig, sondern die heißen irgendwie. Aber der Gedanke, ne? Du benennst einen Stern und dann stellst dich raus, das ist besiedeltes Gebiet. Da wohnen Leute. Aus Versehen. Und du gibst ihnen einen total albernen Namen. Und dann irgendwann kommen die aber und sagen, ja, wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen vom Stern da. Und dann haben die einen Namen. Der Name ist Gesetz dann. Also wenn du die zum Beispiel, du nennst die zum Beispiel, du nennst die Dödelback. Oder Indianer. Und dann heißen die Aliens, heißen dann Indianer. Deep. So. Ja, das passiert. Das ist eigentlich, oder? Auch recht politische Linie, die da jetzt hier direkt mal anlegst. Ja, das ist so mein Style. Ne? Wir haben ja alle unseren Meiner ist sehr politisch. Sind wir noch im Rundown und sind wir noch zeitlich. Wie macht ihr eigentlich eure Workshop? Ich bin ja so ein bisschen, so Lebenstipps und sowas. Das ist ja so mein Ding. Ein bisschen einmal Workshop. Ich mache aber eigentlich, jede Folge ist ja so eine Art Workshop, wie man sich halt sozial verhält einfach auch in bestimmten Situationen. Du bist ja eher so ein bisschen also ein Service, du hast ja so ein Service-Magazin quasi. Ein Service-Magazin. Ja, also so okay, ich gucke ja eure Moin Moins nicht, deswegen, ich kriege das nur so peripher mit. Aber du bist ja so Service-Magazin-mäßig unterwegs, ne? So, gehst ein bisschen die bunte, was machst du nochmal? Du gehst die so die Promi-Welt durch. Ach, so meinst du das Service-Magazin? Ja. Ja, ich habe immer die bunte da liegen und dann spreche ich über meine Lieblingspromis. Ja, welche Magazine wären wir? Was? Du bist die bunte oder was? Oh, das ist eine gute Frage. Ich wär die Bravo Screen Fan. Man's Health. Was? Ich verstehe die Lachen nicht. Nee, was sag mir, das finde ich eine gute Vorstellung. Okay, du wärst die Man's Health, ich bin die Bravo Screen Fan. Nils ist die Titanic. Oh, das stimmt. Also hier, die Satire-Magazin. Schlecht. Da müssen wir beide nochmal drüber reden. Kenn ich was nicht. Was wärst du?
Jetzt gerade mein erster Gedanke war die Beef, weil die immer so geile Cover hatten. Oder PC Gaming oder so. Ja, jetzt war klar, dass ich irgendein Gaming-Magazin bin. Ihr könnt mich mal hier, ne? Nee, ich bin die Beef. So, Beef, was war das nochmal? Style, Fleisch. Was war nochmal der Hobby? Hat ja gar keinen Sinn, als Einziger, der den Beef noch nie gewonnen hat. Ich hab Beef gewonnen. Warum? Jeder von uns hat Beef gewonnen. Wann hast du denn den Beef gewonnen? Als du dich in meiner Preisverleihung gestritten hast mit Nils und dann doch wieder das Scheinwerferlicht für dich beansprucht hast. Wie kann das war, als ich gewonnen hatte. Du erinnerst dich nicht. Erinnerst dich einfach an den Streit mit Nils. Aber wie kann denn das, wie schlecht ist Beef gewesen sein? Das recht jemand gewonnen hat, ich weiß. War der Micro-Machines-Beef. Deshalb hab ich dann nicht mehr, ja, der Micro-Machines-Beef. Und ich denke, die ganz guten Taten werden irgendwie... Lass uns nicht drüber reden. Ja, komm, lass uns von deinem Magazin nochmal weggehen. Das ist ja der Moment, wo ich denke, scheiße, wo bin ich hier reingeraten? Du hast doch gerade was angefangen. Ich find's auf jeden Fall interessant, du hast deutlich mehr Moin Moins gemacht als ich zum Beispiel. Nee, glaube ich nicht. Doch. Das kann gar nicht sein. Nee, wie viel habe ich gemacht? Ich bin 10? Neu hier, quasi. Du hast doch mehr als 10 gemacht. Nee. 11? Wirklich? Ich habe nicht viele Moin Moins gemacht. Das ist doch mal eine schöne Quizfrage für die Menschen da draußen. Was hat der Buddy weniger gemacht? Almost Dailies oder Moin Moins? Gibt es nicht so tatsächlich Statistiken? Es gibt doch so Leute da draußen, die sowas machen. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass wir es 4 Jahre machen und irgendwann aufgehört, Statistik zu machen. Ich bin mal komplett ehrlich. Ja. Und das auch wenn es jetzt. Was ist, ja, warte. Oh, nee. Auch wenn es was ist, was scheiße ist für mich. Ich habe gesagt, ich habe es mir so überlegt für die Sendung. Ey, weißt du was? Guck mal, Moin Moin. Mögen es ja auch die Leute, wenn man sich mal was vorbereitet, ne? Habe ich so die Erfahrung gemacht. Hab ich gedacht, guck mal, tausendes Moin Moin, Donny. Jetzt setz dich doch mal hin und guck doch genau mal nach, wie viele Moin Moins hast du gemacht. Gib das doch mal ein, such das mal. Bin original bei YouTube und so original da schon so. Ach, nee, gar keinen Bock. Wie lange hast du gebraucht dafür? Ungefähr 30 Sekunden. Okay. Ich habe schon einige gemacht mittlerweile. Ja, ich würde mal schätzen, über 50. Fall über 50, ja. Oder? Du machst, weiß ich nicht, also ich habe, glaube ich, seit 2 Jahren mache ich es und die Woche hat 52 Wochen. Aber ja, 52 Wochen. Vielleicht 50, ja, keine Ahnung. Aber ich geschätzt nicht. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht so viele tatsächlich. Vielleicht über 10. Aber ich habe mich auch ein paar Mal angemeldet und so. Und, also wenn ich kann, bin ich immer dabei. Auch gerne in der Zukunft häufiger. Mhm. Es sind ja immer Slots auch frei geworden. Ja. Ist bei mir aber auch so, ich kann halt auch viele, oder? Ja, Gregor ist so ein sehr schlechter Gag. Nee, Entschuldigung, wir haben uns moderativ miteinander. Gregor ist so ein bisschen wie so ein, wie beim Basketball, der erste, der sechste Mann, der erste, der eingewechselt wird. So, wenn irgendwo vom Stammpersonal einer ausfällt und sagt, kann nicht, und du sagst, kann jemand einspringen, ist Gregor meistens der Erste, der sich selbst einwechselt. Das ist ein Unterschied. Aber Gregor sehe ich echt gar nicht beim Basketball. Nein. Und es ist Überbereitung. So scheiße, ey. Also wenn es einen gibt, den ich von der Firma nicht beim Basketball sehe, dann ich wollte was Positives sagen. Welches Magazin wäre Gregor? Weil vor allem, wir haben schon einfach Gregor wäre so ein asiatisches Manga-Porn. Ein Hentai. Ein Hentai, ja. Nein, das ist so gemein. Nein, das ist wirklich voll unfair. Der ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Nein, das ist total gemein. Er lacht bestimmt auch. Ich rufe ihn kurz an. Während du das machst, leite ich schon mal über zu unserem allerersten Einspieler. Denn wir waren nicht immer so professionell wie jetzt. Die Anfänge von Moin Moin am 19.01.2015. Damals war der Hashtag noch Moin. Wir hatten Tonprobleme über einige Minuten. Denn der Stream war offen. Damals gab es noch keine Tonregie. Udi rief zwischendurch an. Kein Was Problem. Da genau los war, das sehen wir jetzt. Oh, da seid ihr ja schon. Ja, nicht so. Gibt es eigentlich was Arroganteres, als sich die Frisur zu richten in einer goldenen Statuette? So, die Kuh des Jahres. Herzlich willkommen zur allerersten improvisierten Morningshow. Nicht, dass ihr denkt, dass es jetzt regelmäßig passiert. Das ist einfach so eine spontane Aktion. Wir haben einfach gedacht, machen wir einfach mal. Ne? Gibt's eigentlich was? Alles muss, nichts kann. Schön, dass ihr da seid. Es ist jetzt fast genau 10.30 Uhr. Guten Morgen, Deutschland. Das ist das Hashtag Moin. Ich habe erst dieses Hashtag einfach hier in der Mitte des Zettels gemacht. Eigentlich wollte ich Guten Moin als Hashtag. Da habe ich festgestellt, da ist nicht mehr genug Platz. Also ist nur noch Moin. So ein bisschen wie in der Schule früher. Hier so die Namensschilder. Ja, Herr Schmidt, mein Name ist Moin. So, ich habe hier ein paar Zeitschriften und so. Gucke einfach mal, was so abging am Wochenende, weil ich habe auch wirklich nicht viel mitgekriegt. Dschungelcamp natürlich groß. Schön, dass ihr da seid. Sarah kassiert die fetteste Gage. Vorbei, heute Montag. Was denn? Hab das geguckt? Ja. Ich hab gestern. Ach, ist alles doppelt? Ich mach den mal lautlos. Ja, wir brauchen jeden Zuschauer, Michael. Deshalb habe ich den Stream auch laufen. Und ist bestimmt der Budi. Es ist immer der Budi. Ich stelle mal laut. Daniel Budimann. Das ist einfach geil. Das ist ein bisschen meine Zukunft. Ich hab das gestern. Hallo. Ich wollte sagen, bestimmt der Budi. Es ist immer der Budi. Ja, das ist schon längst.
jetzt aus. Du bist 20 Sekunden Verzögerung im Stream, ja. Das Problem haben wir. Probleme werden bei Rocket Beans TV sofort behoben, Budi. Ja. Bist du nicht im Büro, du faules Schwein? Ja, gut. Moin, ne? Hashtag Moin, Budi, ne? Ihr hört immer noch ein Echo? Nein, hier ist auf jeden Fall der Ton mal aus. Sprechtraining, so Moderationstraining. So. Der Ton ist aus. Kostet Unmengen. Weiß nicht, vielleicht wegen dem Mikro hier oder so? Wie man vermeintlich vor der Kamera richtig sprechen soll. Das ist an, ja. So wie bei Radio. Test. Okay, der hat mir gesagt, auch die Körperhaltung ist beim richtigen Sprechen wichtig. Und hat mir erklärt, um die Optik. Jetzt lass mich doch mal erklären, wie man geraden Rücken kriegt. Quasi zu kriegen. Also. Hab übrigens Freiter Wallwald, der war mal bei Giga vor 10 Jahren oder so, war der mal zu Gast. Ja. Da war, ich weiß, da war glaube ich auch schon, Preis ist heiß, war da glaube ich auch schon vorbei, ich weiß es nicht. Aber da habe ich den mal, nicht kennengelernt, aber da stand der mal neben mir. Und wenn der den Rücken gerade macht, ist der glaube ich 2,40 Meter oder so. Wenn ja, warum guckt ihr das dann? Ja, was ist denn das eigentlich für ein scheiß Arbeitgeber? Oder ist es eigentlich ein geiler Arbeitgeber, weil er euch einfach nebenbei so viel Vertrauen schenkt, dass er sagt, weißt du was, ich lasse die nebenbei auch glotzen. Und oh, der ruft schon wieder der Budi an. Betten? Ja. Budi, ist immer noch Echo? Nee, jetzt, Echo ist gut, aber ich wollte, weil die Zuschauer ja vielleicht noch ein Echo hören wollen, wollte ich einmal ganz kurz hier dich selber nochmal laufen lassen. Und, oh ja, wo schon der Budi an? Das reicht, ne? Ja, danke, tschüss. Gott, war das schlimm, ey. Also für dich war es lustig auf jeden Fall. Ey, du bist die gute Seele, ne? Da ruft der Original an. Ist ja der Erste, der anruft und sagt, hier, ihr habt die gute Seele. Das hab ich nur einmal gemacht. Die gute Seele. Hättest du mal in der Regie angerufen, aber egal. Ich finde vor allem, es gab gerade am lustigsten Regie. Einfach gerade jetzt den Chat also gesehen, der halt wirklich viele dachten, das sind jetzt Tonprobleme. Ja, viele das fände ich wieder geil. Lustig, haha, von wegen damals Tonprobleme und so. Nee, das ist tatsächlich das Teil der Masse, das Teil des Gags gewesen. Das aber ich hab's ja auch nicht gerallt. Ja. Ich hab's einfach vergessen. Also ich hab gefragt, hey, wir hören doppelten Sound. Ich hab's original selber gemacht. Donny sitzt da wie ein verliebtes Mädchen bei der Pyjama-Party. Aber warum Mädchen? Weiß ich nicht. Weil ich glaube, die Vorstellung von Mädchen-Pyjama-Partys gefällt mir zum Beispiel auch besser als Männer. Aber vielleicht, ist das jemand, der so vielleicht sind Mädchen heute Pyjama trägt Donny das Karo-Hemd, tatsächlich. Ja, das Karo-Hemd habe ich mittlerweile nicht mehr, weil ich nicht mehr reinpasse. Sein Rücken ist so krumm. 4 Jahre und 6 Kilo sind das. Ist das Ego so groß geworden? Nein. Das war aber schon immer groß. Ach, schön. Das war sehr lustig. Was waren eigentlich eure schlimmsten? Jeder hatte doch mal so einen Horror-Moment. Okay, du hast jetzt gesagt, du hast nicht so mega viele gemacht, aber hattet ihr auch mal so einen, ich hatte mal so einen Horror-Moment. Hattet ihr auch mal so, wo einfach alles gefühlt schief geht irgendwie. Und du schon also mit schlechter Laune einfach schon rangehst und schon merkst, gar keine Ideen. Das ist jedes Mal Moin, weil es so früh ist. Und ich komm da immer mit schlechter Laune und denke mir, oh, das wird furchtbar heute. Ja. Also für mich ist es dann jedes. Aber es wird immer schön, wenn man es dann macht. Aber ich habe keinen Horror-Moin, nein. Echt? Keins ein. Nö, also inhaltlich ist es ja irgendwie immer Horror. Also wenn das ist das Gute, wenn das dein Genre ist, dann ist Horror auch normal. Ja. Und dann geht das. Nee, ich hatte halt mal eins, wo halt wirklich, und das habe ich dann auch so betitelt oder gesagt, das nennen wir jetzt einfach so und nehmen das quasi als Vorteil irgendwie draus, weil das dann im Endeffekt auch wieder Entertainment war. Es war so eins, wo immer Sachen schief gingen. Also irgendwie wirklich die eine Kamera ist ausgefallen, dann kam eine Führung rein, während Moin Moin so, und dann ist noch eine andere Kamera, dann ist hinten was umgefallen und ich war immer während ich eine Story so erzählen war, ich war irgendwann so, ey, was ist eigentlich los hier? Das war wie so ein Prank, als ob mich jemand geprankt hätte. Das ist die harte Schule. Aber das ist das Gute daran, dass wenn du das erstmal irgendwie hinkriegst und dich davon nicht mehr beeinflussen lässt, dann ist alles egal. Das ist so ein bisschen das, wie wir halt mit Giga groß geworden sind, wo halt auch du mitten im Take kommt einer rein, verschüttet einen Kaffee, labert dich voll im Hintergrund. Mhm. Und irgendwann fadest du das irgendwie alles aus und es ist dir eigentlich egal, was passiert. Kann die Bude abfackeln und dann was ich halt lustig finde, ist, dass das wirklich damals, ich habe ja sogar noch explizit gesagt, das wird nicht regelmäßig, weil Michael noch gesagt hat, sag auf jeden Fall, dass es nicht regelmäßig wird, weil wenn du einmal irgendeine Regelmäßigkeit einsetzt, dann musst du sie halt immer abliefern und wir wollten uns eigentlich absichern, dass das nur mal so ein Lückenbüßer ist und ja. Jetzt haben wir 1000 Folgen gemacht. Ups. Er wird sich nicht sogar gesagt, das Haus könnte. Ich stelle mir gerade vor, dass wirklich Eddies Haus abbrennt, er einfach überhaupt nicht reagiert und sind die Feuerwehrmänner. Was ist denn los mit ihnen? Der ist Moin Moin Moderator. Der kann das nicht. Sie müssen ihn wegtragen. Sie müssen ihn tragen. Nehmen Sie die Kamera mit. Dann hält das nicht auf. Rotes Licht einfach vor sein Gesicht halten. Eine in die Kamera, eine in das Licht und eine in Ede und dann tragen sie ihn moderierend weg. Genau, oder die Intro-Musik muss abgespielt werden von Moin Moin. Da macht man so auf. Giga, das war doch da, wo Ede noch glücklich war. Ja, weil es da noch kein Chat war. Nee, du warst doch schon damals nicht glücklich. Das habt ihr falsch einfach nur erinnert. Ich konnte es besser überspielen. Ich glaube, ich habe keinen Horror, Moin Moin. Also das Gleiche, irgendwie ist immer alles Horror. Aber Moin Moin ist auf jeden Fall das Format, wo man am einfachsten
irgendeinen Quatsch machen kann. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, wo die Chat-Interaktion eigentlich auch am meisten Spaß macht. Oder auch Twitter, weil da, ne, das ist nochmal ein anderer Austausch. Also da ist dann, je nachdem, was man für ein Thema halt mitbringt, ist dann halt das Thema. Und das ist, finde ich, schon ganz geil. Man hat immer das Sicherheitsnetz. Also man kann immer den Chat fragen, man kann immer... Ja, genau. Weiß ich nicht, halt gucken, welche lustigen Tweets sind oder was die Leute frühstücken oder man hat schon immer irgendwie. Keine hohe Fallhöhe einfach, du kannst so ein bisschen, genau. Ja. Ich meine, das Ding ist um 11:30, ich meine, wer ist um 11:30 schon wach, ey? Die oder? Wenigsten. Jeder Leute, normale Mensch. Wenigsten wach. Leute halt. Ja, nur wir, ne? Nur bei uns ist das ja, aber das Lustige ist ja, die Live-Quote ist ja immer so, weiß ich nicht, 3000, 4000 oder was weiß ich. Ordentlich. Und dann, ja, aber dann, wenn du dann die Moin-Moin-Quote dann guckst, die sind ja oft ein Zehnfaches davon und dann denkst du dir halt nur, okay, also kein Mensch guckt's halt morgens. Das Moin-Moin. Zu ihrem Gucken. Morgen. Ja, genau. Ja. Das war die ersten Moin Moins waren auch richtig Horror, weil ich hatte noch kein Kind und 10.30 Uhr war wirklich arschfrüh. So. Und ich habe auch, deswegen habe ich auch mal die ersten Moin Moins einen Bademantel gemacht, weil das halt wirklich so real war. Ja, das war wirklich richtig, richtig früh. So, man war gefühlt eine halbe Stunde wach und das musste dann irgendwie Leute irgendwie entertainen in dem Maße, dass sie nicht abschalten. Ey, das. Und jetzt denkt man sich so, ach, 10.30 Uhr. Ey, Zeit zum Mittagessen. Das würde ich mir wünschen, ey. Bitte, also, ne, Moin Moin ist ja, steht ja auch dafür, wenn ihr bei Twitter Hashtag Moin Moin unterwegs seid oder im Forum oder in Reddit, macht mal einfach Freeze Frames, also Bilder von uns, wie wir total zerstört, müde im Moin Moin sitzen. Da gibt's sehr viele. Ich habe ja gerade eins von Donny, er sieht nicht wirklich zerstört aus. Nein, ist auch nee. Ein Gift. Es ist ein schönes Gift. Aber es ist ein schönes Gift, ne? Finde ich auch. Den flachen Haaren. Ein bisschen klein, man erkennt nicht. Ja, wie kann man das groß machen? Weiß ich auch nicht. Steuerung, plus. Steuerung plus. Das werden wir nicht mehr lernen. Ja. Nee. Ich gebe dir mal ein Like, habe ich mein Herz da gelassen. Dankeschön. Hier, wie lange ist der Nils? Wie lange ich schon dieses Tweet-Deck auch benutze, einfach immer noch nicht weiß, wie man es groß kriegt. Oh, was sagt denn der Nils? Hinter dir in die Freiheit entlassen, denn Freiheit ist wichtig. Ihr habt immer Wünsche hier? Schöner Bart. Udi ist auch dabei. Verrucht sieht er aus, oder? Das ist spannend. Da hast du noch trainiert viel, ne? Frei! Oh, du hast den Ballon frei gemacht. Ja. Ja, was ist mit dem Schnaufen, Nils? Ja, ich hab verkältet. Oder gekokst. Ja, das war doch die Koksphase von dir, ne? Ja, sehr schön. Vielen Dank, Eduard Laser. Ja. Der ist der Beste. Eduard Laser ist, müsste eigentlich einer der Besten. Wir haben viele gute. Ja, wir haben viele gute, aber. Er ist der Beste. Er ist schon der Beste. Er ist schon der Beste, ja, aber ich will die anderen nicht entmutigen. Wir haben ja auch noch ein paar andere, die. Du ermutigst dir auch, die Besten zu werden. Ja, er ist natürlich der Beste. Aber das ist so, als wenn du sagst, Lionel Messi ist der beste Fußballer, dann sagst du, es gibt auch, die anderen Fußballer sind auch gut. Die haben auch Füße. Die anderen Fußballer wissen auch, dass Messi der beste Fußballer ist. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Woher willst du mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass es nicht Messi ist? Das kann nicht sagen. Kann Messi sein. Könnte, Eduard Laser könnte Messi sein. Ja, exakt. Ja, das wäre aber eine andere Kategorie. Und aber auch Lionel Messi sein. Also Lionel Messi ist halt so gut, dass er einfach auf Fußball langweilig findet. Der wird halt einmal auf den Platz gehen. Ja, die haben Training den ganzen Tag und dann abends wird halt. Er war vielleicht mal für 20 Minuten der beste Fußballer und hat sich entschieden, es ist mir zu langweilig. Ja. Apropos 20 Minuten. Wir machen kurz Werbung. Überleitungsgott. Und dann hast du die Eidechse echt. Ist egal. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück. Ups, wir sind ja schon drauf. Moin, moin, tausendste Folge heute am 4. Geburtstag. Wir haben übrigens im Vorfeld es geschickt gemacht und Moin Moins ausfallen lassen, damit wir heute den 1000. Geburtstag feiern können. Psst. Gar nicht so doof. Aber nur eine, oder? Also vier, habe ich gehört. Wir haben auch dafür einmal drei am Tag. Ich habe extra alle meine Folgen ausfallen lassen. Ich auch. Nur damit heute die 1000. Ist. Udi hat geholfen. Das ist Opfer bringen. Ich habe mein Ego in den Hintergrund gerückt und mir diese Fläche genommen, damit wir jetzt die 1000. Sendung haben. Eigentlich hast du ja Fläche gegeben, dann, sozusagen. Ja. Ich habe Fläche wie Jesus. Ich mache das auch für dieses Jahr 2019 ja noch frisch im Jahr. Ich mache auch dieses Jahr kein Moin Moin, damit wir bei der 3000. Sendung. Ja. Finde ich gut. Ja, apropos, Achtjähriges feiern. Um das Thema mal ganz woanders hinzuleiten. Eidechse und Fläche. Ich war in Thailand und da ist eine Eidechse zwischen diese großen Holztüren, ist in das Scharnier reingekrabbelt und dann muss irgendjemand die Tür zugemacht haben, wurde diese Eidechse flach. Und dann war die da aber, als wir da, das war quasi unser Gebiet so, das war unsere Tür. Und als wir da hinkamen, habe ich am Ende nach 5-6 Tagen erst gemerkt, dass da diese Eidechse klebt und sie war schon trocken und sie war mehr wie so eine Tapete. Und das Schlimme ist, es sah so lustig aus. Es ist eigentlich traurig, ne, aber man muss erst mal schmunzeln. So.
Das ist meine Eidechse-Geschichte. Ich muss da an die Geschichte denken, als du eben Eidechse erwähnt hast. Da sind wir platt. Warum denn nicht? Aber wo jeder packt hier irgendeinen Quatsch ich aus. Ich dachte, das ist ja auch okay so uns hier. Hier ich habe einen neuen Fetisch. Ich habe herausgefunden, dass es auf YouTube etwas gibt, das nennt sich Near-Death Compilation. Kennt ihr das? Alter. Ja, ist genau das, was der, die überleben. Das heißt, man könnte sogar sagen, es ist am Ende sogar was Positives. Aber es ist halt wirklich so lauter ganz schlimme Fails, wenn du so willst, die eigentlich mit dem Tod enden müssten, aber aus irgendeinem Grund nicht mit dem Tod enden. Ja. Und ich bin da irgendwie drüber gestolpert und eine unfassbare Faszination geht davon aus. Ich glaube, weil dein Gehirn, weil du weißt, sie sterben am Ende nicht, kannst du es dir angucken, weil du doch irgendwie so dieses, das ist ja noch mal gut gegangen. Bei mir ist es dieses Belohnungssystem. Das wird aktiviert, obwohl ich es gar nicht überlebt habe. Aber mein Gehirn denkt, das war aber knapp gut, Endorphine ausschütten. Und du hast so einen coolen Moment nach dem nächsten, während du dir das anguckst, weil die alle überleben. Und du irgendwie das Gefühl hast, boah, war das knapp, hui. Ja, aber wollt ihr nicht wissen, dass ihr geprankt werdet in großem Maße, dass alle gestorben sind und am Ende sagt, so, ja, die sind alle tot. Und jetzt so, nach den Credits kommen die ganzen Beerdigungen. Ja, aber es sind ja immer diese, weiß ich nicht, das Auto fährt 10 Zentimeter neben dem Typen irgendwo vorbei, oder irgendwas fällt runter und es ist wirklich so knapp, du siehst noch so wie die Klamotten durch die. Bei Rallye auch oft, ne? So eine Rallye-Auto kommt an und dann Unfall und dann über die irgendein Reifen, der irgendwie so. Die harmlose Variante ist diesen Thug-Life-Compilations, kennen Sie die noch? Ja, ja, klar. Und ich lag im Bett und rechts neben mir war ein Kind, also eins der vielen, ich weiß nicht mehr, wie viele. Moment! Ja, also lag da halt Kinder irgendwie. Und dann, ey, wirklich, die waren so scheiße lustig, ich musste wirklich laut anfangen zu lachen, weil es einfach so stumpf war mal wieder irgendwie. Aber Thug Life ist auch einfach echt gut, weil das ist auch wie Near-Death-Compilation oft. Nur, dass danach einer cool in die Kamera guckt. Und es ist einfach saulustig. Wirklich, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ja, nutzen eure Kinder Memes? Gibt's das schon? Nein, das ist noch nicht. Nee, seid viel zu jung. Aber deine sind doch jetzt, sage ich mal, schon eigentlich so alt, dass man. Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich glaube, wahrscheinlich nutzen sie Memes, die halt nicht 4 Jahre alt sind oder so. Aber das fand ich lustig. Nee, Alter. Bei Meme muss man knallhart sein. Ganz ehrlich, komm mal. Du musst schon der Typ sein, der outcallt, wenn es alt ist bei Memes, finde ich. Nee. Du bist auch so ein Kandidat dafür, dass du gerne mal so 2 Jahre alte Trends einfach mal auf Twitter postest. Ja, aber warum denn auch nicht? Aber ich find's auch immer uncool zu sagen, dass das alt ist. Nee, aber du darfst eben niemals schreiben. Dann bist du nämlich der Uncool, aber du musst es dir halt denken und privat da mal sagen. So. Du musst dich einfach besser fühlen als der andere. Genau. Aber schon, dass das Meme übrigens mega alt ist und so. Und dann musst du einfach erwidern, so, ja, da war schon, dass ich gestern Sex hatte. So, und dann ist gut wieder, ne? Weil da musst du dem Meme-Outcaller musst du auch natürlich in seine Schranken weisen und ihm damit zeigen, du bist Ich bin internetsüchtig. Ich surf so viel im Internet und guck so viele Sachen, aber du kannst halt nicht alles mitkriegen. Und ich denke mir immer, es ist eine gute Chance, dass wenn ich etwas nicht kenne, dass es ein gewisser Prozentteil meiner Follower es auch nicht mitgekriegt haben. Und ich denke mir immer, was ist zu verlieren? Die es nicht kennen, freuen sich, dass sie es sehen. Und die es kennen, gucken es nicht an und verlieren nicht eine Sekunde. Es ist eine Win-Win-Situation. Deshalb habe ich das nie verstanden, wenn Leute irgendwo drunter schreiben, oh, das ist alt oder das kennt man schon oder so, obwohl ich das natürlich auch schon gemacht habe. Genau. Ey, aber weißt du, was ich auch noch nicht kenne? Bestimmte Ausschnitte von Moin Moin. Ja, pass auf, es ist ja. Hast du da was vorbereitet, bitte? Es ist ja so viel passiert in 1000 Folgen. Andreas hat sich 20 Momente aus 1000 Folgen Moin Moin rausgesucht. Das sind seine Moin Moin Sick Pictures. Hier sind Plätze. Hier sind vom die CVD. Plätze. Vom CVD. Hier sind die Plätze. Ui, das wird nichts mit dem. Ein Moin Moin Tausendsasser. Noch mal ein neues Casting. Aber keiner dabei. Fang noch mal an. Hier sind die Plätze 20 bis 16. Herzlich willkommen zu Moin Moin Sick Pictures. Das knuffige Füllhorn im Gewand einer Morningshow hat in 1000 Folgen einige der schrägsten und bizarrsten Momente von Rocket Beans, vielleicht sogar ganz Norddeutschland, produziert. Ich als Redakteur habe 30 bis 40 Folgen davon gesehen. Hier sind nun meine 20 absurdesten Bilder aus 1000 Folgen Moin Moin. Momente mit dem Prädikat LOL. Mickey, Krogi, Andy und Mandy mit der Nase voller Schnee. Was klingt wie eine Geschichte von der Weihnachtsfeier, ereignete sich zunächst in einem Moin Moin. 4 Leute auf einem Schlitten, das passt. Und sie können mir alle 4 mal den Huckel runterrutschen. Pass auf, ich werde dich jetzt mega schnell anschieben, ja? Okay, bist du ready?
Er braucht gar nicht angeschubst zu werden. Er geht richtig runter. Er geht richtig runter. 300 km/h, 400 km/h. Schallmauer. Oh Gott. Wir fahren auch noch so auf die Kinder und den Baum und alles, was lebt so. Ivi! Übergewicht nach links! Ivi, da ist der Baum! Da kommt Baum! Gewicht nach links! Ja! Ja, ja! Und ist Bella da? Ja, was ist das denn? Mickey Krause auf dem Jahrmarkt. Nein, das ist Kunst. Lars verrät in diesem Moin Moin aus Versehen, dass er Banksy ist. Luka Modric ist vielleicht der Weltfußballer des Jahres, aber Lars hat den Ballon d'Or. Geil. Halt, jetzt mach ich's auch mit der richtigen Frisur. Okay. Oh, jetzt wird's gut. Guck mal, jetzt seht ihr. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut. So ist gut. Und wir lassen einmal los. Ich mach's gleich nochmal. Bleib so. Scheiße. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sauber, Pogo. Ja, sehr gut, Pogo. Sehr gut, Pogo. Warte. Ja, ja. Und, ja. ASMR. Ihr wisst schon, das, wo Leute so tun, als würden sie an euren Ohren rumlecken, in eure Intimsphäre eingreifen, bis sich die Haare auf euren dünnen Ärmchen hochstellen. Was im Bewerbungsgespräch als unangemessen angesehen wird, erfreut sich im Internet großer Beliebtheit. ASMR. Donnys Spezialität? Seife schneiden. Leute, ich baller jetzt von oben nach unten, ja? Und bin mal ruhig und wir machen jetzt mal schön ein klein bisschen Seifen-ASMR hier, okay? Seid ihr ready? Das ist unbefriedigend. Das Ding ist halt, wie haben die das gemacht? Wir machen jetzt ein bisschen Bastelshow-Style hier. Ich versuche mal die Kamera, dass ich das richtig mache. Also, es ist wirklich nicht so einfach wie. Also, ich glaube, die haben einfach deutlich schärfere Messer. Ja. Okay. Sind wir in Vegas oder ist das die Billo-Version von Vegas im Moin Moin Studio? Entscheiden Sie selbst. In Spielerkreisen heißt es, die Bank gewinnt am Ende immer. Doch das geht nur so lange, bis Gunnar Krupp vorbeischaut. Moin Moin in Vegas. Cool, was ist das denn da? Du hast die Kohle dabei. Hier, okay. 90 Euro. Was willst du hier jetzt verspielen, oder was? Ja, nicht, ich will gewinnen. Wie viel hast du dabei? 90 Euro. 90 Euro. Ich sehe es nicht. Wo ist es da? 11 schwarz. Ja, Hammer. Das gibt's doch nicht. Alle gewonnen sogar wieder. Richtig alle. Krass. Der Gunnar ist ein Glücksfall. Alter Schwede. Das ist doch nicht das wahr. Das ist ja wohl Hammer. Ohne Scheiß. Guckt euch diesen Winner-Typ an. Das raste doch mal ein bisschen aus. Fantastisch. Ich bin hier richtig cool. Hier unten kriegst du aber auch zwei, kriegst du auch zwei. Ich wollte gerade sagen. Das ist eigentlich der normale Fall. Ich weiß nicht, ob Gunnar das tun wird. Wahrscheinlich nicht. Aber normaler müsste er jetzt viel mehr setzen, weil es alle machen. Pleite. Ich bin schon fast pleite. Und die Bank ist gleich pleite. Hier hast du 5 Euro, kannst du nachher dir bei denen holen. Auf diesem Bild sehen wir Andy Strauß, der lacht. Nichts weiter. Ich wiederhole, es gibt hier nichts weiter zu sehen. Alles andere bildet sich Andy Strauß ein. Oder? Das ist so eine Art LSD-Marshmallow-Man. Und LSD-Marshmallow-Man wird heute meine Laune symbolisch. Ich kann's nicht angucken, Gott. Das ist einfach zu früh für sowas. Kannst du mal hüpfen, Marshmallow-LSD-Boy? Okay, hör auf zu hüpfen. Wir sind ein seriöses Format und wollen mit diesem Moin Moin heute den Grimme-Preis 2032 in die... Das war jetzt sehr gut. Das waren mal ein paar Highlights auf den Plätzen
20 Ey. Bis 16. Das ist echt gut. 20 bis 16. Das ist sehr gut eben. Richtig ja. Respekt mal hier an alle. Das war schön. Wir hätten 1000 Highlights einfach. Platz 1000. Und dann ja. Das einfach, oder? Aber das ist doch wirklich das Schöne an Moin Moin, dass das so ein bunter Kasten ist irgendwie, wo man nie weiß, was drin ist. Und jeder auch so ein bisschen seine eigene, je nach Stimmung, selbst verwirklicht. Man probiert mal was aus, wie Seifen ASMR oder hat irgendeine Idee. Und ich finde, das ist das Tolle an Moin Moin. Was war denn? Ja, absolut. Ja. Ich glaube, mein, das war das Gegenteil von Horror, sondern das Absurdeste und gleichzeitig Lustigste war das Moin Moin nach dem Twitch-YouTube-Wechsel. Wisst ihr noch diese Tele5-Nummer, wo wir auf vier Sendersignalen sozusagen eine Reise gemacht haben? Danach haben wir, glaube ich, bis 7 Uhr gefeiert. Und dann hatte ich Moin Moin um 10.30 Uhr. Also, das heißt, ich saß dann hier. Ich habe in meinem Leben noch nie bis 7 Uhr gefeiert. Das kann nicht sein. Ich erst am Wochenende. Ich habe noch nie in meinem Leben bis 7 Uhr. Hast du noch nie bis 7 Uhr morgens gefeiert? Hast du noch nie durchgemacht und bis morgens mit dem Zug nach Hause? Ich habe einmal. Nicht mal, als Eintracht DFB-Pokal gewonnen hat. Da sind wir direkt nach Hause gefahren. Ich habe einmal Pen and Paper gespielt mit Freunden AD&D. Das ist 15 Jahre her oder so. Und da haben wir die Nacht durchgespielt und dann sind wir nach Hause gefahren. Das heißt, da habe ich einfach nicht geschlafen, aber ich würde das nicht als durchgefeiert nennen. Es war halt einfach ein sehr langer Abend am Tisch, an dem man gespielt hat und dann ist man nach Hause gefahren. Ich gehe mal mit dir in Berlin feiern. Nee, es ist vorbei. Ich mach das auch. Doch, das kriegen wir schon hin. Es ist vorbei. 7 Uhr, Alter. Das kann ja auch gar keinen Spaß machen. Doch, ist geil. Nee, in dem Fall hat es Spaß gemacht. Ich saß hier und es war noch alles unaufgeräumt, es stank noch alles und hinter mir war ein Green aufgebaut, weil wir alle im Arsch waren. Und irgendwann höre ich es aber kichern hinter mir, hinter dem Green, auf dem Sofa. Und da lag halt einfach Paul. Ah, ja. Da lag er einfach Paul und irgendwann hat er angefangen zu lachen und irgendwann hebe ich halt dieses Green hoch und da liegt halt Paul einfach. Das ist so super. Das könnte ja eventuell auch noch in den Highlights sein. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Früher war das war die Sendung, wo wir gesagt haben, welches Highlight wollt ihr wählen. Hallo Paul. Schön, dass du warst. Hier, Buddy, ne, wegen so Schlafen, mal ganz kurz Mini-Anekdote. Wir hatten früher im Keller gab es noch das Kellerset, ne? Und da gab es auch diese Couch, ne? So, und das war eine Zeit lang so mein geheimer Ort, wo ich mal einfach nur so 10 Minuten gepennt habe, so, ne? Wenn man so ultra müde ist oder so. Und dann bin ich einmal da runtergegangen und wollte mich da wieder hinlegen. Wer lag da? Gunnar. Und der hat da auch schon gepennt. Und ich so, was machst du denn hier? Ja, ja, sag's kein Wetter, aber ich gehe hier manchmal auf Schlafen. Ja. So, ich auch. Man braucht einen Stundenplan. Dafür. Ich kenn's geil. Ich auch. Ja. Also, das war die Zeit damals, als ich nicht gearbeitet habe. Als irgendwann auch mein Lüder kam und dann auf einmal dieser Schlafentzug einsetzt und ich immer nur überlegt habe, okay, wenn ich zur Arbeit gehe, muss ich irgendwo Schlaf aufholen können. Ja, ja. Und dann habe ich immer nur gecheckt, okay, wo gibt's Couchgelegenheiten? So, wo kann ich mich theoretisch mal eine halbe Stunde hinlegen irgendwie? Genau. So, und im Keller, die war auch sehr bequem. Das war Hammer, aber ich habe es ja auch halt quasi, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, vor so um 3 Stunden oder 4 Stunden Zelda-Session oder sowas, einfach mal um 10 Minuten einfach nochmal kurz die Augen schließt, war halt perfekt, dann war es schön dunkel da unten. Und das fand ich so witzig, wie Gunnar da einfach schon liegt und wirklich so wie so in Embryo-Stelle und so richtig tief geschlafen. Da hab ich so, alle suchen dich, Gunnar. Hast du nicht einen Dreh? Nee, mach ich nachher. Ja. Also daran merke ich, dass wir echt sehr schnell sehr viele geworden sind und wir gewachsen sind, weil es gab eine Zeit, da habe ich auf jedem Sofa gepennt. Und das ist nicht mehr so. Also ich habe einfach überall in jedem Raum schon mal gepennt und inzwischen ist es halt nicht mehr so, weil wir zu viele Räume und zu viele Sofas haben. Aber es gab wirklich. Also vor allem haben wir zu viele Leute, die in diesen Sofabüros arbeiten wollen und nicht bereit sind, rauszugehen, wenn man da mal sich hinlegt. Finde ich auch eine Unverschämtheit. Also, sie müssen halt noch 10 Minuten arbeiten. Ja. Ja. So ist das, ne? Apropos Arbeiten. Du hast überhaupt keine Überleitung für Arbeiten. Andreas hat sich 20 Momente aus 1000 Folgen rausgesucht. Hättest du jetzt machen können. Das apropos Arbeiten. Arbeit hat sich Andreas gemacht. Unser Chef vom Dienst. Moin. Ich mag deine, ist besser. Komm, mach du das nochmal richtig. Einfach, die Leute wollen noch lernen, nein, wie man aber, moderiert. Ich will das mach das mal, das war gut, Donny. Das war gut. Arbeit. Apropos Arbeit. Arbeit macht sich jetzt der Eddie, denn der liest doch mal die nächste Moderation vor. Wow. Andreas hat sich 20 Momente aus 1000 Folgen rausgesucht. Das sind seine Moin Moin Sick Pictures. Hier sind Plätze 15 bis 11. 2015 war ein Jahr voller Trends. Da gab es The Witcher 3, Pegida und automatisch generierte Untertitel auf YouTube. Für Gregor ging die Reise in diesem Moin Moin gen Italien. Und was er dort lesen musste, reihte sich ein in Rocket Beans Insider wie Puploch oder ich gehe mir jetzt schön einen Keulen. Die Rede ist von Baby Problemi. Mein
Mein Name ist Grace Nakimura. Ich wohne im Schloss Ritter. Oli, zu Wifi, zu Wifi, zu Wifi, zu Wifi, trocken eine. Ich bin hier auf Urlaub. Oli, zu Wifi, trocken eine. Zu Wifi, zu Wifi, trocken eine. Zu Wifi, trocken eine. Ich hab gerade aus Versehen italienische Untertitel, autogenerierte italienische Untertitel eingeschaltet. Das ist ja fantastisch. Was stand da mit? Baby, ein Problemi? Moderatorennot gehört zu Moin Moin, so wie die tägliche Rechtsverletzung durchs Intro. Warum also nicht mal einen Moderator komplett animieren? Geniale Idee. Zur Info, Walter wurde danach sofort ausradiert und konnte bisher nicht reanimiert werden. Hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich darf jetzt auch heute mal machen. Und ich habe mir was ausgedacht. Und zwar war ich letzte Woche im Vogelpark. Und zwar sieht man mich hier mit meinem Lieblingsvogel. Das ist ein ganz normaler Papagei. Nee, Quatsch. Das ist natürlich ein Pinguin. Und am Anfang habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass der Pinguin wirklich da war. Und deswegen sieht man hier im ersten Foto, wie ich in die Kamera gucke, weil mein Kumpel hat gesagt, ey, lach mal da in die Kamera. Und im zweiten Moment, guck mal da unten. Und dann war der Pinguin. Das war echt ein witziger Moment. Die lustigsten Instrumente sind Arschgeige, Flitzpiepe und das, was man mit den Achseln früher auf dem Schulhof gemacht hat. Ihr wisst schon. Doch dann kam das Automaton. Auf diesem Sick Picture sehen wir ein unförmiges Etwas mit einem Gesicht. In seiner Hand ein witziges Instrument. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Moin Moin, dem nervigsten Moin Moin ever! Hallo und herzlich willkommen. Es ist passiert. Japan hat geantwortet. Rocket Beans TV schreit in die Welt und Japan sagt Folgendes. Wir machen Folgendes. Ich werde jetzt ein Videospiel-Theme spielen und ihr müsst erraten, was es ist. Wir fangen mit etwas Leichtem an. Ihr haut in den Chat, was es ist. Okay, pass auf. Na, Moin Moin noch nicht nachgeholt? Dann schaust doch einfach im Moin Moin, während du Moin Moin moderierst. Moin Moin-ception. Außerdem zeigt uns Nils hier den richtigen Umgang mit Trollen. Einfach immer füttern, am besten den Namen noch auf ein T-Shirt drucken. Ganz ehrlich, wer zieht so eine Scheiße überhaupt an? Also ich glaube, ich habe auf YouTube auch ein paar Feinde. Also zumindest habe ich neulich mal, einen Comment gelesen. Ich zeige euch das mal. Guck mal, also ich habe neulich einen Comment gelesen von einem Typen. Avalon 2814. Und da habe ich gedacht, ey, warte mal, das hast du doch schon mal, diesen Avatar und diesen Namen, irgendwo hast du das doch schon mal gelesen. Und dann habe ich überlegt, so fuck man, alles muss doch irgendwie Ursachen haben. Es kann doch nicht sein, dass irgendwie ein Mensch einfach einen grundlos hasst einfach nur. Und dann habe ich überlegt, was gibt es vielleicht einen Auslösermoment? Gibt es vielleicht irgendeinen Moment, der diesen Hass gesät hat? Und da ist mir eine Idee gekommen, einen Gedanken hatte ich dazu. Mama! 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 Ah! Oh, Avalon. Oh. Deine Mutter ist so krass. Ganz ehrlich, so habe ich seit der Grundschule nicht mehr gevögelt. Du kannst so stolz sein auf deine Mutter. Oh. Du, soll ich den nächsten reinschicken? Mit dem Fahrrad losfahren und auf einer Diesel-Demo landen. Das können nur Etienne und Florentin. Die beiden wissen, ein gutes Rad ist teuer. Verkehrfrei für unsere beiden Superhelme
Etienne und Florentin auf dem Tandem. Es ist trotzdem rot. Hier ist ein Fahrradweg. Was machst du? Was machst du? Komm, komm, komm. Hier. Was machst du denn? Weil ihr bei der Klinge gefahren bist. Wieso? Du hast ein bisschen... Ja, entschuldige, wir haben gerade einen Unfall. Morgen. Wollen wir hier mal kurz anhalten? Ja, warte. Okay, stopp. Warte, nicht hier. Nicht. Achtung, da ist Polizei. Morgen. Wissen wir nicht. Hörst du mal auf, alle Leute zu begrüßen? Das ist freundlich. Achtung, hier. Stopp. Hier. Der ist blockiert wieder. Du blockierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Du musst nicht bremsen. Keine Rück... Das sind die fancy Restaurants hier. Dafür müssen wir auf die Buckelpiste. Ja, auf die Buckelpiste. Kommt ein Auto entgegen. Buckelpiste. Achte bitte auf die Autos. Von links und von rechts können die kommen. Von rechts kommt nichts. Oh, Vorsicht, von links. Vorsicht, stopp. Oh, fuck. Oh, ist alles okay? Das ist wirklich gut. Wenn man das gesehen hätte, wie, ich glaube, Jörg war es, der wer war es denn? Das war Jörg. Das war Jörg im ja, aber wer saß? Einer ist gefahren, ich glaube, Jörg ist gefahren mit so einem Fahrrad, mit so einem Platz vorne drin und einer hat die Kamera gehalten und es war irgendwie ganz weird und weil wir so unberechenbar gefahren sind, war es halt super schwer für Magdalena die. Magdalena vielleicht? Nee. Oder weird, wenn es so weird war. Weird. Jörgs Kamera? Und Phil ist gefahren. Ah ja, genau, Phil ist gefahren. Der große Phil ist gefahren. Das war wirklich sehr gut. Oh, wir haben uns also ja echt gerade auch totgelacht. Ey, das ist echt super, die Zusammenstellung. Ich muss aber, ich kannte das zum Beispiel mit dem, muss ich kurz eingehen drauf, dieses Avalon, das ist also wirklich, mein Gehirn ist gerade explodiert. Das ist ja so abartig genial. Das hat mir auch noch nie jemand erzählt. So, wie lange ist das denn? Ich finde das absolut grandios. Zwei Jahre, ne? Da noch so eine Matz zu machen, diese Fight Club anspielen. Drei Jahre vielleicht sogar. Das war relativ früh sogar. Nee, Moment, da war doch Lars. Von dem Namen. Was? Nee, wie, Lars Simon war Lars dabei. War doch da dabei. Nein, das war Lars. Hm? Oder Lars war doch an der das Tür war Lars und der Mats. Ja, Lars. Hast du gesehen? Egal. Avalon gespielt, ja. Und Lars war ja vor drei Jahren noch nicht da. Nee, unfassbar. Das finde ich einfach, das finde ich ein grandioser Umgang mit sowas. Also nicht einfach irgendwo da sitzen und sich drüber beschweren und sagen, sondern das ist ein kreativer Umgang und ich glaube, selbst der größte Hater würde da dann auch denken, okay, und? Der darf meine Mutter. Genau. Der darf meine. Also dafür war echt Respekt. Das habe ich nie mitbekommen. Das ist ja grandios. Ja. Die alten Tage, ne? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also bei mir steht jetzt hier Talk mit den reinkommenden Mods. Haben wir denn, stehen da Leute? Kommen noch welche? Ach, nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist er? Nee, ne? Okay, das ist schon mal Quatsch hier. Dann reden wir doch einfach weiter. Ja. Ich habe lustige Sachen vorbereitet. Vielleicht kann man das kurz mal zeigen. Dann kann ich wieder neue Tweets mir angucken. Hier auf dem da ist schön, ne? Sieht irgendwie geil aus, oder? Geil. Da sieht man mal, was bei uns hier so abgeht. Ja, Eddie Debt. Du klatschst, sag ich fast ein Song, man hört die Musik eigentlich, ne? Ja. Ich würde, welches Geräusch machst du das, wenn ich dir durch die Haare fahre? Eine Harfe? Ja, naja, gut. Wollte ich nur sagen, habe ich mir Mühe gemacht, hat mindestens eine Minute gedauert. Sehr schön. Danke, sehr gut. Welche Mon-Mons sind nach hinten losgegangen? Also, weil du hast gerade, da habt ihr den Beitrag gesehen, ja, du hattest ja die 360-Ebene okay, noch. Okay, ja, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, stimmt. Nee, einfach nur, was dieses habt ihr euch Mon-Mons vorgenommen, was dann einfach, egal aus welchen Gründen, nicht geklappt hat? Also, ja, wollte mal lustig sein, das hat irgendwie nicht. Das ist lustig. Klappt. Ja. Du kannst das, ne? Nee. Zieh mich jetzt nicht da rein in deine Humorlosigkeit. Vor allem, wie schön Meta das ist. Macht einen schlechten Gag jetzt gerade darüber, dass er schlechte Gag macht. Und es ist einfach eine ewig dauernde Spirale des schlechten Humors. Nee, aber jetzt ernsthaft, ich hatte es nie nach richtig hinten los, bis auf das, wo ich vorhin schon erzählt habe, ein bisschen dieses Horror-Moin-Moin, wie ich es nenne, so richtig nach hinten losgegangen. Irgendwie nicht so wirklich. Also kann man ja immer ganz gut auffangen, finde ich. Selbst wenn man schon merkt, oh, das Thema ist vielleicht ein bisschen scheiße, dann kannst du es ja wieder umlenken. Ich habe es ganz oft vorher, dass ich denke, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich diese 45 Minuten rumkriegen soll. Ja. Und 45 Minuten können, je nachdem, was passiert, können sich sehr kurz oder sehr lang anfühlen. Ja. Und ich habe ganz oft wirklich schon auf dem Weg, dann sage ich, warum fährt mir jetzt keiner ins Auto? Ja, rein? Da will ich irgendwas erzählen. Ich hab nichts erlebt, es passiert nichts, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und zack, hast du aus Versehen den Postboten überfahren. Aber meistens irgendwie ergibt sich dann doch, dass irgendwas passiert, also, oder dass du irgendwie auch in Kombination mit Chat und so, dass dir dann irgendwie wieder was einfällt. Ihr könnt ja auch, also jetzt, ich nehme dich mal als Beispiel, ja auch sehr gut Geschichten dann erzählen. Und die ja, du musst erstmal die Geschichte haben. Die ja, aber ich habe letztlich von dir diese Taxifahrergeschichte, wo ich ja auch im Taxi saß, als wir auch nackt in der Sauna waren und so. Ach, die Geschichte. Ja. Und du hast die gut zusammengefasst. Du bist mein Archivar dieser Geschichten, da wo ich dabei war, weil du die kompakt
zusammenfasst. Und aber das meine ich ja, aber es muss halt, ich bin immer froh, wenn was passiert, da kannst du es erzählen. Naja, kompakt, okay. Du brauchst aber halt irgendwas, um es erzählen zu können, muss was passieren. Und da waren wir, glaube ich, wo waren wir? In, was war das denn? Erfurt. Das war bei der Mac in Erfurt. Das heißt, ja, genau, das wenn du mal irgendwie aus der eigenen Comfortzone rausgehst, wo dann überhaupt mal was passieren kann. Ich wäre schon froh, wenn ich mit dem Zug fahre oder irgendwie, dass es wenigstens eine Konfrontation mit dem Schaffner gibt oder so. Aber wenn du einfach, aber sonst passiert ja einfach nichts. Und die Leute wollen ja auch nicht ständig irgendwie Geschichten von meinen Kindern hören. Es passiert ja auch nichts auf der Couch. Nee, also, bei dir. Ja, sag ich ja. Aber du könntest aus den Partys bis morgen. Ja, aber du könntest doch immer gerade so in Frankfurt oder so in die Richtung Problemviertel da einfach mal gehen mit irgendwie vielleicht so ein T-Shirt, fickt euch alle oder sowas, dann ja. Wird da bestimmt was passieren. Ja, was meinst du mit Problemviertel? Das brauche ich jetzt nicht. Gibt's doch in Frankfurt. Es ist ein einziges Problemviertel ja, Frankfurt. Ja, wenn ich da hingehe. In Hamburg, wenn ich da hingehe, dann wird es zum Problemviertel. Ich kenne mich nicht mehr aus in Hamburg. Ich weiß nicht. Keine Probleme. An Hafen. Scheiße, ich hasse Schiffe. Geh mal an Hafen mit dem T-Shirt, ich hasse Schiffe. Fickt euch Schiffe. Da kommen die so vorbei. Oder Hafenarbeiter zacken oder sowas. Oder bist du einfach da unten. Da passiert dir bestimmt was Lustiges. Das ist zum Beispiel auch sowas, wenn man so ein piesiger Mensch ist wie Edis. Was mich immer stört, ist an der Wahrnehmung, dass ich der Böse bin. Dabei bin ich immer nur das Opfer. Das raffen die Leute einfach auch nicht. Es ist ähnlich wie bei Simon im Leben. Ja, ich bin auch immer das Opfer. Wir sind immer die Opfer. Ja. Wir sind einfach, kriegen es einfach ab. Ja, es ist, einfach, so, dass man wehrt sich ja nur gegen die Leute, die einen zuerst angreifen. So ja. Ist es. Hört auf den Mann, der hat recht. Ja. Das war's schon. Da kommt jetzt noch mehr. Nee, nein, das ist einfach. Die Events sind aber auch immer darüber nach. Also, ich bin ja eher so ein Angreifertyp. Also ich brauche auch immer Opfer. Immer. Ja, du bist ein Bulli auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Buddy. Ein Buddy. Immer. Bulliger Buddy. Mann. Ich wollte immer in Moin Moin, wollte ich immer dieses Stand-Up-Paddling, also Stand-Up-Paddling, Comedy machen. Exakt wie der Typ bei der Gamescom. Wollte mich verarschen. Der hat doch angefangen. Lass uns bitte nicht darüber reden. Hier habe ich noch was Gutes. Mal kurz auf den Rechner schalten. Danke an Marco für dieses wundervolle, diesen Blick in die Zukunft. Immer besser. Entschuldigung. Ich mache einen Retweet. Komm, was soll's, Retweet. Ich weiß nicht, wer hier eingeloggt ist. Aber wenn da noch die Brille rauf gefotoshoppt wäre, dann wäre es perfekt. Und dann irgendwie noch so eine Sprechblase. Ey, Fahrradfahrer, ne? Ach ja. Hast du eigentlich mal diese Geschichte, dass du so ein super geiles Fahrrad dir gekauft hast? Ja. Okay. Nee, also, dass ich als Wanddekoration, ja. Meine Frau hat gesagt, ich soll mir so Haken kaufen, um das Fahrrad aufzuhängen. Cool, das ist mega cool. Damit es nicht immer im Weg steht und ich auf die Kinder fallen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Schatz, ganz ehrlich, dann muss ich es ja jedes Mal abhängen, wenn ich damit fahre. Wenn mal kurz so eine 10 Sekunden Stille und ich so, okay, ich bestell die Haken. Willst du groß argumentieren? Aber übrigens, wo die Leute diesen Typen da angesprochen von der Security von der Gamescom, ne? Was ich bei der ganzen Sache nicht bedacht habe, ist, dass wir nächstes Jahr vermutlich wieder da sind. Und, der Typ wird auch wieder da sein. Und möglicherweise wurde er angesprochen auf dieses Thema und so weiter und keine Ahnung. Und es kann halt wirklich sein, dass ich den wieder treffe nächstes Jahr. Der hat seinen Job verloren. Und seit will ich hoffen. Deswegen und seit 365 Tagen, der hat ja. So ein Bild von dir und an der Tür Taxi-Driver-mäßig. Und so Dartpfeile und ja. Jeden Tag so und da heißt im Online heißt so ein Avalon so halt ab, genau nur noch drei Tage bis zu Gamescom genau, drei Tage online heißt ja Avalon, ne, das ist irgendwie so, ja, genau. Aber Budi hat ihn auch gefragt, Budi war erst ich hab ihn die ganze Zeit im Kopf und gedacht, kann ich jetzt bringen wie lustig das wäre, wenn der Security an unserem Stand machen würde. Das wäre unscheiß, das wäre wirklich lustig. Würdest du es aber dann ausnutzen und dann so nochmal hingehen, ne? Ist ja alles cool. Ihr würdet euch versöhnen. Alles sicher hier? Aber mach doch mal, lass uns den doch explizit buchen für unseren Stand und dann machst du mit dem Moin Moin, hast du immer eine Interaktionsfläche. Dann das ist der zweite Teil. Das so. Wird ihr geht zu zweit, euch. Ihr geht einfach zu zweit durch die Massen ja. Und dann könnt ihr euch mal an allen anderen rächen. Ja. Und dann, weil ihr, weder du noch er, seid schuld an dieser Eskalation, sondern alle anderen. Ja. Genau, und dann kann dir immer sagen, alle. Wo jemand sich falsch verhält. Und dann gehst du hin und sagst, dass er sich falsch verhält. Und dann diskutiert ihr darüber, wie ihr das gemacht habt. Ja, ihr könnt das auch abwechselnd machen. Egal. Das ist auch integrativ, wenn ihr das abwechselnd macht. Das ist, finde ich, gut. Integrativ. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Falls es eskaliert, also das wird ja wahrscheinlich, die Gamescom wandert ja wahrscheinlich von Köln weg. Die sind ja am Verhandeln. Und eventuell geht das in eine andere Stadt und dann werdet ihr euch nie wiedersehen. Sag mal, seit wann trägst du eigentlich eine Uhr, Budi? Da habe ich zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt. Das ist geil, Uhr. Wisst ihr, warum? Warum eine Uhr geil ist? Tell us, Ron. Man kann die fucking Uhrzeit darauf sehen. Ja.
Und wenn man immer auf sein scheiß Handy guckt, dann sehe ich immer diese ganzen roten Punkte. Und das heißt, ich will eigentlich nur die Uhrzeit checken, sehe aber, oh, ich bin ein Vollidiot. Ich muss ganz viele Sachen noch erledigen. Das ist genau das, was du gebraucht hast, dass du gar nicht mehr die roten Punkte checkst. Und deswegen lasse ich mein Handy, ist halt jetzt, nur weil ich das wieder, weil ich wieder eine Uhr benutze, ist eine komplette Typveränderung. Bitte was? Das ist eine komplette Typveränderung. So eine kleine Uhr hat. Uhr, ja, das macht dich, vorher warst du so ein loddeliger Lümmel irgendwie. Und jetzt sitzt du da mit einem Hemd. Loddeliger Lümmel. Und mit deiner Uhr, man hat irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie so ein bisschen streberhaft jetzt gerade. Ja, genau. Zeig mal kurz deine jetzt erst hast du zeig mal deine Schuhe. Einfach deine Schuhe. Erledigt. Was ist denn mit meinen Schuhen? Man kann sie nicht einmal binden! Wieso kannst du denn nicht deine Schuhe binden? Ich raff das einfach nicht. Seit ich dich kenne, machst du die Schuhe nicht zu. Wer bist du denn? Oliver Twist oder was? Mach mal die scheiß Schuhe zu. Das wäre recht. Alter, aufstehen. Jedes Mal läuft mit solchen Schuhe gelappten Dingern da rum. Im Winter bei minus 10 Grad lappen die da rum. Aber das ist doch so der Johnny Depp-Look. So ein bisschen. Ja, aber er ist nicht Johnny Depp. Das ist nur Depp. Das ist korrekt. Das ist nicht Johnny Depp. Nur Depp. Mann, ey. So, wer ist jetzt das Opfer? Ich? Nee, du bist ja, das Opfer. Du hast eigentlich die Schuhe auf. Nein, weil das ein Angriff ist. Das ist ein Angriff auf die Ästhetik. Was? Auf Ästhetik? Auf Ästhetik. So, wir machen jetzt weiter. Mit über 1000 Panzern rollt er heute das Reich. Ja, da hatten sie ihre Schuhe nicht. Ich sehe schon so die Protestanten. Die Panzer hatten den Deckel auf. Die Protestanten sagen, ey, danke Merkel, nimmt uns die Job. Und dieser Büdi, der läuft rum wie ein Lumpensack. Seit die Merkel da ist. Das sind die ja, aber scheiße, das heißt ja jetzt, dass meine Strategie hat nicht geklappt. Ich habe extra eine Uhr besorgt, damit ihr nicht mehr auf Schuhe guckt. Lass die Uhr doch auch mal auf. Guck mir die ist auf. Du bist einfach das modische, du bist einfach, ja, modische Symbolbild für Brecken. Freunde, wir machen jetzt weiter hier mit den Sick Pictures. Ja. Also, 50% fanden das ganz cool. Platz. Ja, damals. Genau. Sehr, sehr gut. Warte mal. Alles heute echt. Nee, warte. Fucking Brexit-Tag. Da blinkt doch was. Nein. Ja. Hallo, Eddie. Ey, wir könnten sagen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Werbung. Warte hier, sag das. Gleich zurück mit den restlichen Sick Pictures und wir sehen das neue Intro. Seid also gespannt, bleibt dran, bis gleich. Neues Intro. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Das wäre dein Satz gewesen, Moderator Etienne. Mach noch mal kurz. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Yes. Wir haben jetzt für euch hier eine Weltpremiere. Und zwar wisst ihr es schon vielleicht ein bisschen länger. Wir haben es lange angekündigt. Jetzt ist es wirklich da. Das neue Moin Moin Intro. Gewöhnt euch schon mal dran. Ich freue mich auf die vielen positiven Kommentare. denn wir alle wissen, was Neues kommt immer gut an. Veränderung ist immer super. Gerade bei so einem unbeliebten Intro wie dem von Moin Moin. Ja. Trotzdem freuen wir uns sehr, weil das ist tatsächlich eins, das rechtmäßig auch in Ordnung geht. Ja? Ja. Aber nur weil du es leise sagst, heißt es nicht. Dass es trotzdem. Die Bots hören das trotzdem. So. Also, das ist jetzt das neue offizielle. Da ist doch ein Kollege von DWDL heute auch da. Der könnte direkt darüber berichten. Kannst du reclaimen. Aber gibt es nicht so Leute, die gegen Geld Informationen raushauen, sich freikaufen? Warte mal, hier schon. Das kommt jetzt wirklich tatsächlich, oder was? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein kommt großer jetzt, Moment. Oder hast du das nur einfach erwähnt? Naja, also. Ist ein ist das schon das Intro gewesen? Also, Freunde, jetzt kommt. Wir haben circa 4 Jahre dran gearbeitet. So lange hat es gedauert, bis wir endlich ein Intro gefunden haben, von dem wir der Meinung waren, es ist Moin Moin würdig. Hier ist das neue Intro from now until infinity. Guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh, shit! Oh! Sando, du gehst auf den Mund. Sando, du gehst auf den Mund.
sehr gutes Intro. Ich hasse es. Also, hab ich da Marc gesehen im Intro? Lehmann, ne? Kann sein, ja. Ja, ja. Wow. Ja, ja. Ich fand's, aber der hatte nichts mit dem Intro sonst zu tun, oder? Ich wollte, bis die Regie was sagt. Doch, doch. Das war doch der Gag natürlich. Das hat unser lieber Marc gemacht und auch die Musik dazu komponiert. Mir gefällt ja sehr dieses Moin Moin, ist gesungen am Anfang. Ja. Es ist ein tolles neues Intro. Ich freue mich sehr, dass es jetzt da ist. Und worauf ich mich noch mehr freue als das neue Intro, sind die Plätze 10 bis 6 bei den Big Sick Pictures. Dick Pictures. Simon und der Greenscreen, ein echtes Dreamteam. Für sein Zelda-Let's Play schlüpft er im Moin Moin in verschiedene Rollen und holt seinen Zauberstab raus. Was er dabei mal wieder beweist, im Rumblödeln ist er eine echte Koryphäe. Ihr könnt mir etwas schreiben und schicken und ich werde da versuchen, das im Green aufzuzeichnen. Und dann wird irgendjemand sich daran setzen, bestenfalls ihr, und werdet mit diesen Greens arbeiten. Oh, Scheiße. Aha, hallo, der Chat wieder. Sag mal, hast du abgenommen? Das sieht gut aus. Und die ganzen Buchstaben und Icons. Oh, Chat. Oh, das wird mir ganz anders. Andy Strauß ist bekannt für seine illustren Outdoor-Moin-Moins. Ob auf dem Karnevalswagen in Münster, beim Werner-Rennen, auf der Fischmesse oder bei den Kotburschis. Andy und Krogi wollten in den Heidepark, doch der hatte leider zu. Unser Sick Picture zeigt, wie man Krogi und Andy im Zaun halten kann. Hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist Andi Strauß, der mich heute gefragt hat, gebeten hat, Mensch, hast du Bock, mit mir Moin Moin zu machen? Ich habe gesagt, ja Mann, auf jeden Fall. Nach so einem geilen Jugendzimmer am Wochenende, wo wir so viele schöne Dinge erlebt haben, wird doch der Montag bestimmt auch ein sehr, sehr schöner Tag werden. Denn die Sonne scheint, unterwegs ist nichts passiert, alles ist gut. Also hier sieht ihr ja schön die Figur, nicht Wombo, sondern Wumbo. Wumbo? Wumbo. Das Maskottchen vom Heidepark Soltau, Düdelüt. Einer der Parks. Also ich habe Presseakkreditierung klar gemacht für den 16.04. Ja. Und, heute ist der 16.04., richtig. Genau. Und da meinte sie, ja, alles cool, dann nehmen sie einfach den Personalausweis mit und ist alles dann hinterlegt für den Tag. Wir kommen da an und Anni war schon so, oh, ich will mich jetzt, ne, ich will schnell zur Kasse, schnell das klären. Aber erst war ich mega happy, weil, boah, voll wenig los. Ja, voll wenig, mega geil, voll wenig los. Wir schmeißen Anni raus, ich fahr das Auto dann zurück und dann irgendwann kommt er wieder zum Auto und meint so, ey, da steht ein Schild. Ich verstehe das nicht. Da steht drauf, heute ist geschlossen. Was ist da denn los? Und dann habe ich da angerufen bei der guten Dame und sie meinte, ja, ach so, eine Akkreditierung. Da habe ich, glaube ich, gar nicht aufs Datum geguckt. Ja. Hey! Das ist doch Spaß, Leute. Das ist doch Fun und Fun. René und Flo sind unsere beiden Ehrenmänner, die euch mit krassen Challenges versorgen. Ich sag mal, sheesh, eat it or wear it. Hashtag René Nation, Hashtag Flo Army, was geht? YouTube Challenges. Küsse eure Augen, Jungs. Für die Klicks. Für die Klicks. Oh, wie eklig das stinkt, Mann. Und warum müssen wir das... Ich kann nichts mehr gucken. Das ist alles in meinen Augen. Ach, guck mal, wie schön meine Haare sind. Ach, da. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Dieser Satz aus der Folklore kann wohl getrost als Fake News abgestempelt werden. Zumindest bei Ede und Florentin im Boot. Die beiden geben ordentlich Gas. Ich sag mal, paddle to the floor, ne? Doch dann gerät alles aus dem Ruder. Wollen wir mal die Positionen tauschen? Du darfst erst aufstehen, wenn ich wieder sitze. Okay. Am besten lass mir die Ruder so... Au. Lass mir die Ruder erstmal ruhen. Jetzt kommt gleich der schwere Part. Du machst nichts. Also, bitte mach nichts. Ja, ich muss entgegenhalten halt. Na! Alter, Florentin. Na, ich muss entgegenhalten. Ich schwöre, ich nehme dich mit. Ich halte mich an dir fest, bis du mit im Wasser bist. Okay. Ich möchte. Okay. Hast du? Ja. Passt. Drei. Auf die Kurz. Alter. Zieh. Passt du. Alter. Vier. Oi, 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 oi.
Okay. Ja! Du hast geschafft, Eddie. Okay, los. Was gehört für euch zu Russland? Klar, die Krim, aber eben auch Beren und Alwin und Sophia. In diesem Moin Moin sehen wir, was gewesen wäre, wenn Russland den Krieg gewonnen hätte. Russland hat den Krieg gewonnen. Доброе утро, мои уважаемые, мои дорогие и любимые зрители. Мы приветствуем вас в нашей новой шоу. Привет! Привет. Was ist da im Hintergrund? Ein Bär. Ja, das waren auch schon mal tolle Momente aus 1000 Jahren. Moin, moin. Ist alt, ich weiß, die Folgenzahl als Jahre zu nehmen. Habt ihr noch Sachen, die ihr bislang noch nicht in den Sick Pictures gesehen habt, wo ihr sagt, wow, das war aber auch schon ein sehr. Ja, die könnten ja noch Moment. Kommen, das man ja weiß noch, ja nicht, was ja, noch kommt. Ja. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Top 5 alle mit mir sind. Wahrscheinlich ist es aber auch so. Ja, nein, das ist ein Quatsch. Nee, doch, die Outdoor-Moin-Moins sind doch eigentlich. Die sind mit auch, euch ja gerade Reiten, Alter, war wirklich das hat, sehr lustig. Das hat alles wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, diese Outdoor-Moin-Moins. Aber echt, was ich mich frage bei dieser Geschichte mit dem Heidepark, warum kann man sich akkreditieren an einen Tag, wo der zu hat? Ja, hat sie doch gesagt. Also hat Krogi doch erzählt, dass die Frau einfach nicht aufs Datum geguckt hat. Ja, aber. Okay. Aber ja. Das ist ja. Die hat bestimmt offene Schnürsenkel, ey. Geil, jetzt hatten wir haben jetzt Auto, wir haben jetzt wirklich in diesem Moin Moin auch jede einzelne Moin Moin Situation hergestellt. Jetzt war gerade awkward. Mhm. So, wir waren alle zu aufgedreht, unlustig. Unlustig waren wir auch schon. Wir haben schlechte Gags gemacht. Wir haben gar keine Chat-Interaktion gemacht. Quasi ein Potpourri. Und wir haben ja diesen seltsamen roten Knopf, wo wir nicht wissen, was passiert. Der ja die ganze Zeit wie so ein Foreshadowing über diesen Moin Moin lodert. Darf ich kurz, bevor ihr da drückt oder irgendwas macht, darauf hinweisen, weil du gerade so schön auch das Thema so ein bisschen, was alles passiert bei Moin Moin und Statistiken eingebracht hast. Wo ist es denn jetzt? Ich hab's doch gerade vorbereitet, Moment. Und zwar gibt es auf Reddit, im Rocket Beans Reddit, jetzt ist es echt weg, so eine Kacke. Da! Gehen wir kurz mal drauf. Gibt's eine enorm große, ausführliche, detaillierte, geile Statistik zu ganz vielen Sachen. Ich kann das gar nicht alles vorlesen. Es geht darum, wie das mit dem Intro war, wie viele Folgen neu war, welche davon irgendwie nicht auf YouTube sind. Nice. Und. Wer ist der King von Moin Moin? Ede, das ist insofern nicht wirklich überraschend. Aber auch sehr interessant. Moment, wo ist es? Hier. Nach Jahren sortiert, wer die meisten Moin Moins moderiert hat. Da ist Budi zum Beispiel sehr, sehr populär dabei. 2016 sogar auf Platz 1. 2017 ist Donny auf Platz 1. Und 2018 Florentin. Ich glaube, da geht es nur um die Menge. Und du hast am Anfang natürlich sehr viel gemacht. Deswegen hast du eben diese 137 Moin Moins. Und könnt ihr euch alles mal angucken. Sehr schöne Statistik mit unglaublich viel Liebe hier. Alles detailliert. Das ganze Essen archiviert. Meine Fresse. Kann man wirklich nur empfehlen. Oh ja, apropos Essen, das ist ja, ich hoffe, da kommt auch noch was. Ich bin ja großer Fan von Collins Moin Moins tatsächlich. Auch diese ganzen Tests, weil ich der das Colin einfach. Ist genial und er ist der perfekte Mann dafür. Also diese Currywurst-Sachen, diese Pizza, weil ich irgendwie finde, ich mag total gerne, wie er sich ausdrückt. Er hat so eine krass eloquente Art, sozusagen moderativ zu sprechen. Und ist immer so sehr gewählt ausgedrückt. Und das gepaart mit diesen, wo immer so ein Quatsch. Essensprodukte redet, wo man voll merkt, der brennt aber dafür, der kennt sich auch damit das aus. Das ist das Schöne an Colin, der wirklich eine Leidenschaft hat für gewisse Dinge. Und, und da kann er sich so reinsteigern. Extrem, und das ist wirklich schön, weil du weißt, wenn er dann irgendwie die Mikrowellenlasagne sucht, du kannst dich auf sein Urteil verlassen, besser als auf Stiftung Warentest. Ja. Weil er hat, du kannst dir sicher sein, deshalb will ich ja mit ihm auch den großen Mayo-Test machen, weil er auch so ein Fan von Mayonnaise ist wie ich. Du kannst dir sicher sein, dass er alle Lasagnen, die es in Deutschland gibt, die du in die Mikrowelle stecken kannst, getestet hat. Wahrscheinlich auch die, die du nicht eigentlich stellst. Mhm. Und dir dann wirklich ganz genau so eine Rezension geben kann, warum die schmeckt und warum die nicht schmeckt. Das ist also wirklich Collins Testmagazin würde ich sofort kaufen. Ja. Also wenn Colin testet einfach Messer, nur alltägliche Gäbel, ne? Dinge. Ja. Aber und in dem Zuge wollte ich auch noch sagen, das und wenn es um Essen und so konsumierende Produkte geht, finde ich auch immer die mit Tim und Nasti mit den Energy Drinks, fand ich auch immer sehr gut. Die gab es jetzt zwei oder gab es schon drei Folgen davon, die finde ich auch immer super. Ja. Weil ich einfach, das finde ich auch wieder eine einfache Idee, die für eine Morningshow perfekt ist. Sowas wie, wir trinken jetzt eine Stunde lang immer mehr Energy Drink. Und du merkst halt, willst einerseits wissen, wie schmecken die Unterschiede und so, und andererseits merkst du, die werden immer und das Gespräch wird immer so weirder einfacher. Das fand ich auch immer ganz gut. Ja.
Das sind so meine, ich hoffe, da kommt noch was. Bestimmt noch mal. Also Colin ist bestimmt noch mal drin. Naja, wie gesagt, wir planen jetzt schon seit längerem. Es ist nur, der ist so eingespannt mit Game 2. Ja. Den großen Mayo-Test. Das da kannst du mich auch mal sehen. Großer Mayo-Fan. Habe ich gerne schon gesprochen. Ich hasse Mayo. Mayo ist ja auch die Grundlage für Knoblauchsoße und das ist für mich Kick-Ass. Ich finde, Mayo ist die Grundlage für alles. Ich habe neulich Mayo selber gemacht. Wie macht man Mayo selber? Mega anstrengend, mega schwer und klappt nicht immer. Doch, ewig. Ich wollte gerade genau das Gegenteil. Dann musst du den richtigen Löffel, ey, dann hast du Glück gehabt, weil es kann auch mega schief gehen. Also wenn du nämlich, wenn du aufhörst zu rühren, wenn du das alles, in dem Moment, in dem du die Pampe zusammenrührst, ja, dann kommt es ja darauf an, dass du wirklich Bewegung reinbringst in die Suppe. Und wenn du da dann zu wenig machst, dann trennt sich das ja wieder, die Mayo. Die Zutaten. Und dann hast du nur so eine ölige Packung. Du rührst halt so lange, bis es halt Mayonnaise ist. Ey, bei mir hat es nicht funktioniert. Also ich habe das auch erst einmal gemacht nach einem Rezept aus dem Internet irgendwie. Und ich war wirklich erstaunt, erstens, wie lecker es geschmeckt hat und wie verhältnismäßig schnell es ging. Also es hat, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Was sind die Zutaten von Mayo? Ei? Naja, Ei, Zitrone. Da kommen immer so Sachen rein, wo du niemals damit rechnest, dass die da irgendwie drin sind, so wie bei Truthahnauge oder so. Aber woher kommt denn das Fett und Mayonnaise? Warte mal, da muss doch Fett rein. Großer Pott, Mirakel. Da muss doch Ei und Fett, oder nicht? Das ist doch Fett, mehr oder weniger. Gänseschmalz. Also, ach man, ich bin ja Mayo, also von mir weiß man, aber du musst es mega lange schlagen, oder? Mag ich Mayo überhaupt nicht. Magst du Mayo gar nicht, oder was? Senf, Öl, Eigelb. Senf, Öl, Eigelb. Dann ja. Öl, das Öl ist halt das Fett dann quasi. Was sagt der Chat? Die Diskussion habe ich super oft. Und das ist 50% Senf. Extrem Zitronensaft, neutrales Öl, Salz, weißer Pfeffer und Ketchup. Nee, Mann, Mayo geht 50% Senf, 50% Ketchup und dann einmal verrühren. Mayonnaise ist fest. Senf. Ach, Mann. Ist der Eddie jetzt unsympathischer, wo du weißt, dass er Mayo. Nee, das gerne absolut macht? Nicht. Also, ich tue wirklich so? Die Mayo-Leidenschaft nicht verknüpfen mit der Persönlichkeit. Nee. Weil fast alle mögen ja Mayo, aber ich bin tatsächlich. Aber vielleicht gibt es auch militante Mayo-Hasser. Also einfach nee, die sagen. Aber einfach ist halt so dieses, das ist so eine unpopuläre Meinung, dass du wirklich oft damit, also auf Mayo auf Twitter oder so, dass ich oft, also dass man halt Mayo mag und dass wenn man dann sagt, man mag keine Mayo, das ist halt eine unpopuläre Meinung, so, ja. Weil alle mögen Mayo. Alle mögen ja. Und dann muss man das immer erklären, die Leute sind so, hä, wie kannst du denn, die wollen dich verprügeln dafür, aber wie kannst du denn Mayo nicht mögen, aber du Arschloch? Was magst du stattdessen? Das interessiert mich. Ketchup. Das ist so stumpf. Ich mag ja auch auf Burgern oder so, finde ich ganz ehrlich, wenn ich mir selber einen Burger zu Hause mache, ich finde, den besten Burger machst du einfach ohne Mayo. Den machst du schön mit geilem Fleisch, Eisbergsalat, Tomate, Gürkchen und so. Und das, wenn das Fleisch saftig ist, dann brauchst du keinen extra. Dann ist das alles, dann ertrinkt das in diesem Fett. Das finde ich so eklig. Keine Ahnung, da bin ich einfach anders. Es geht nicht nur anders. Mayo ist das Beste. Ich wollte zur Bundeswehr, um nur Major zu werden, so sehr liebe ich das. Oh Gott. Oh ja, und ich habe Mayon gelernt extra. Ja. Oh, Mayon hast du gehört. Ja. Ich mag so viele Maya Sachen, haben, nicht die alle Leute. Ja, das war einfach zu spät, ne? Bisschen Gurken. Zu spät, bisschen falsch. Mag ich auch nicht. Zu früh am Tag, zu früh am Tag. Like ja, das ist ja was ganz anderes. Zu früh am Tag. Ja. Ja. Nee, ich brauch Mayo. Ja. Ganz ehrlich, bei mir ist das halbes Hähnchen, muss wirklich jedes Mal, bevor ich da reinbeiße, muss es einmal so pfump. Ja. Gab es denn dieses eine Bild im Internet, wo jemand sich so quasi in so einem riesen Mayo-Glas, aber da was anderes reingemacht hat, was auch weiß ist irgendwie, was halt nicht ganz so schön was ist. Was könnte das dann so sein? Ja, irgendwie Vanillepudding. Du kannst halt so Vanillepudding oder so da reinmachen und dann setzt du dich halt damit schön in den Bus, so mit diesen 500 Gramm Mayo-Glas. Das finden wiederum alle Leute eklig, wo ich mir denke, aber alle Leute mögen doch Mayo. Warum ist es dann wiederum eklig, das jetzt zu löffeln? Ja, weil du löffelst ja auch nicht Butter. Also, nur weil du etwas in Irland wird man mit löffelndem Butter großgezogen. Ja, Mayo ist ein Dip. Den kannst du nicht essen. Stimmt. Dips isst man nicht. Das stimmt. Ist eine Regel. Ich habe gedacht, das ist eine Beilage. Das stimmt. Nee, eine Beilage ist Gemüse. Die Sachen, die man nicht isst, die man so wegschiebt. Oh. Vielleicht so ein Paralleluniversum. Die fürs Gewissen auf den Teller gepackt werden. Vielleicht hat man in so einem Paralleluniversum einfach so einen Riesenhaufen Mayo und dann so ein kleiner Burger daneben. Und dann dass man quasi die. Ja. Oder Moin Moins, die lustig sind. Ja, genau. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann. Ich finde, es gibt manchmal, geht man so zu Pommesläden. Und ich finde, zu einer guten Pommes gehört auch eine gute Mayo. Und eigentlich wähle ich mehr die Pommesläden nach der Mayo aus als nach der Pommes. Weil, wenn die Mayo, wenn du dir Mayo drauf hast, die haben so eine ranzige, eklige, nur nach 15 Mayo, dann gehe ich da nicht mehr hin. Auch wenn die Pommes toll sind. Ja. Also, die Mayo ist sogar fast wichtiger als. Je größer der Eimer, desto schlechter die Mayo. Ist ja Nee, je größer die werden, Männer so. Aber was mit Remoulade? Mögt ihr Remoulade?
Noch ekelhafter. Die kommt auch Remoulade. Remoulade ist ja wohl das ekelhafteste. Ja, Mann. Was es gibt, Remoulade oder? Geht gar nicht. Das seid ihr bei mir, oder was? Ja, Remoulade ist furchtbar. Ja, Remoulade ist widerlich, oder? Was ist das für eine Doppelmoral? Du jetzt nicht, aber ihr, was nicht. Ja, Deutsch aber was heißt Remoulade ist doch Mayo. Remoulade ist Mayonnaise mit Kräutern drin. Ja, genau. Das stimmt halt nicht. Das stimmt halt nicht. Was ist denn Remoulade? Ja, Remoulade ist Remoulade, ist nicht Mayo. Ja, wenn wir ein Voting machen, ob Leute mit Remoulade gemacht. Aber das kommt auch an, was man damit isst. Also es ist ja die Kombination aus der Beilage und das, was man damit kombiniert. Zum Beispiel so, okay, so frittierten Fisch mit Remoulade, ist das ja fantastisch. Okay, frittierter Fisch. Halbes Hähnchen mit Remoulade. Nein, da hört schon auf. Halbes Hähnchen nehme ich lieber Mayo. Nee, aber also frittiert, also sowas wie Backfisch, einen ordentlichen Backfisch mit guter Remoulade oder sowas. Würde, es ist also eine tatsächlich kräutergewürzte Mayonnaise. Es ist, ey, aber guck mal, es gibt auch Unterschiede. Mayonnaise als Grundlage, wirklich. Remoulade, Knoblauchsoße sind alles. Aber ihr kommt halt einfach nicht von hier so. Sonst würdet ihr das. Guck mal, warst du schon mal auf dem Fischmarkt morgens um 5 und hast dir einen schönen Backfisch mit Remoulade? Ich habe schon mal einen Backfisch mit Remoulade. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Muss man das morgens um 5 auf dem Fischmarkt machen oder was? Ja! Nein, da kann man auch zur Nordsee gehen. Die haben auch in Frankfurt. Nee, das, so kannst du auch für Mayo argumentieren. Aber das finde ich ein schönes Zitat für dich. So. Ich war noch nie irgendwo um 5. Das ist so, als ob du um Sneaker kaufen so gehst, in Deichmann gehst. Ja. Und wenn du aber, es gibt in Hamburg einen Store. Den Vergleich verstehe ich. Mhm. Und die haben nur die Sneaker und die isst du auch fucking nochmal mit Remoulade. Also ich wollte mir sagen, es gibt in Hamburg auf dem Fischmarkt geile Remoulade. Es gibt da oder geilere Sneaker. Guck mal, kennst du nicht diesen Moment? Es gibt manchmal diesen Moment. kennt ihr den Biermoment? Wo er wirklich so, wo denkt, jetzt ist ein Biermoment, jetzt ein kaltes Bier so. Ja. Und es gibt so für alles Momente. Und auch, so. Und das gleiche ist mit Fisch. Und wenn du morgens um 5 auf dem Hamburger Fischmarkt schmeckt das einfach anders, weil das Gefühl dazu da ist. Ja, das ist stimmt. Ja, und weil du meistens. Weil, mein Problem mit der Remoulade ist, dass die das hier. Das ist also es gibt ja hier im Norden gibt es ja diese Crocs. Was die Schuhe, auch, was völliger Wahnsinn, die Crocs, ja. Und da schmieren die immer Remoulade auf die Crocs. Ja. Da laufen die Leute damit, damit man da rein. Und du bestellst eigentlich ein perfektes Sandwich und dann ballern die da diese Remoulade drauf. Du drückst da schon so drauf und quillt raus. Aber das ist doch ekelhaft. Genau deswegen auch Bäcker. Ich kann einfach keine, ich kaufe nie irgendwie diese Schnitten beim Bäcker, weil die einfach voll sind mit dieser Remoulade, die den ganzen Tag da rumsteht. Aber das ist doch was anderes. Du kannst, das passt halt nicht zusammen. Du kannst zwei fantastische Zutaten miteinander kombinieren und in der Kombination ergeben sie Dreck. Ja. Und es kommt natürlich darauf an, mit hast was du eine Remouladenfirma oder ja, was genau. Ist ich bin auch grad, da musst du denn jetzt hier so die Partei für Remoulade ja, weil Remoulade gut ist. Aber, was auch immer, pick your dänische Remoulade. Dänische Remoulade? Im Vergleich zu. Ja, was denn? Es gibt dänische Remoulade ist gelb, da ist mehr Senf drin, mehr Senfanteil drin. Das ist ein bisschen anders. Ja. Das ist anders. Die ist aber auch Ikea, die haben ja auch Zwiebelstücke drin zum Beispiel. Die Dänen wieder, ey. Aber da haben wir übrigens das fachmännische Ergebnis jetzt hier. Remoulade versus Mayo, damit ist es jetzt auch empirisch das entschieden. Das ist doch kein Versus. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, immer muss alles ein Wettkampf sein. Was machst du rein? Das kommt doch an, was ich damit esse. Nee, es kommt. Es ist sehr engstirnig. Es ist sehr engstirnig für Remoulade. Ihr seid, ja, wirklich, ihr seid manchmal. Ach, schön. So, wir kommen jetzt. Ach, gut, jetzt haben wir wirklich auch wieder ein klassisches Moin Moin-Thema. Ich finde, du bist so ein Uhrentyp. Du solltest dir eine Uhr holen. Ja. Nee, der hat die Schürsenkel zu. Remoulade. Sorry. Wir kommen jetzt. Oh mein Gott, Moderation. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Andreas hat sich 20 Momente aus 1000 Folgen rausgesucht. Das sind seine Moin Moin Sick Pictures. Hier sind die Plätze 5 bis 1. Colin mag es billig. Der Fertiggerichte-Guru und Schlagerbade erfreut uns regelmäßig mit Billo-Fraß-Tests und Tiefkühlpumpe. Hier sehen wir seinen legendären Chili-Con-Carne-Test. Quizfrage: Was haben diese Wurst und meine Träume gemeinsam? Also, an der Fleischfront hat man hier deutlich weniger gegeizt als bei dem Maggi einen Teller. Dafür aber eben auch mit 2,09 €. Ach, okay. Sorry, das hätte ich jetzt bei Maître Corbel erwartet. Ach, ist das eine Scheiße. Ah! Fuck! Es gibt hier keine Risskante oder irgendwas. Wie gesagt, das Ding muss ja... Wir machen den Test, Kai. Weil ich weiß genau, die Frau an der Kasse hat schon gesagt, oh, das geht aber schnell kaputt. Also, Wurst aus gefühlt 8 Meter Höhe. Au! Scheiße. Okay. Okay, hat sie...
Damit habe ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. Hat sich allerdings die Frage des Eröffnen, hat sich, ja. Bei der Schöpfung von Moin Moin gab es drei Richtlinien. Lockeres Entertainment, wechselnde Moderation und die historisch akkurate Aufarbeitung von Schlachten des Ersten Weltkriegs. Diese Kurve zeigt nicht etwa die Beliebtheitsskala von Florentin seit er Moin Moin macht, sondern Mobilität im Ersten Weltkrieg. Verdun für Arbeitslose. Das ist das heutige Thema. Wir haben es schon ein paar Moin Moins angesprochen, ein bisschen angerissen hier und da, allerdings noch nicht im Detail drauf eingegangen. Von den 4 Jahren, die der Erste Weltkrieg gedauert hat, hat die Schlacht um Verdun fast ein ganzes Jahr gedauert. Deswegen ist die Schlacht um Verdun auch die längste Schlacht der Menschheitsgeschichte. Das ist kein Scheiß, es ist wirklich die Schlacht. Es gibt keine Schlacht, die länger gedauert hat. Eine kleine Theorie, die ich aufgestellt habe. Die militärische Geschwindigkeit im Laufe der Geschichte. Wie schnell bewegen sich militärische Einheiten? Wir fangen an am Anfang der Geschichte. Hier Steinzeit, alles Scheiße. Dann Ende des Ersten Weltkriegs kamen dann die ersten Panzer auf. Zweiter Weltkrieg natürlich das genaue Gegenteil. Das Interessante, wie ich finde, am Ersten Weltkrieg ist auch, dass da überhaupt nichts funktioniert. Die heutige Generation von Moin Moin Zuschauern wächst zum Glück ohne Krieg auf. Das war nicht immer so. Im Jahr 2015 wütete ein Hashtag-Krieg zwischen den Rocket Beans und der Hamburger Morgenpost. Es ging um Moin Moin. Und plötzlich stand Eduard Laser auf der Türschwelle. Und deshalb kann ich euch auch sagen, dass es Neues gibt im Fall Hashtag. Im Hashtag-Krieg ist uns Folgendes zugespielt worden. Und heute hat uns ein Video erreicht. Und der Zusammenhang ist relativ schnell klar. Wir können ja ganz kurz mal reinschauen in das Video. Bitteschön. Laser aufmachen, sofort, sonst Schelle. Etienne begattet einen Tisch und Sophia freut sich darüber. Das kann nur eins bedeuten. Hauen und Pappe ist zurück. Game 2. Die Ankündigung war wahrscheinlich die größte in der Geschichte von Moin Moin und kam mit einem emotionalen Trailer daher. Die Reaktionen im Live-Chat? Keine Ahnung, hab's nicht gespeichert, aber bestimmt krass. Ah, der Colin ruft an. Warte mal. Colin? Was? Oh Mann, scheiße, mein Herz. Was machst du da? Was mache ich denn? Du bist doch mal Moin da, oder nicht? Ja, ich bin doch hier. Ja, was willst du denn? Alle gucken. Ja, aber du kannst doch nicht jetzt... Ah, ich sehe dich jetzt gerade mit Delay. Jetzt kann ich erst reagieren. Ah! Mach nicht alles kaputt. Ich hab Angst. Vertrau mir, Colin, das wird schon. Ja, ich schick dir mal ein Bild von allen, die hier sitzen und gucken, ja? Bis gleich. Ja, schick's mir per Twitter. Schick's mir per... Ich kann auch mein Handy... Per Twitter. Krieg ich nicht hin. Bis gleich. Die Sendung wird trotzdem super. Als Kinder brauchten wir nie mehr als ein Stück Pappe oder ein Tuch, um die Geschichten unserer Helden nachzuspielen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das war's. Wie, sorry. Das war's? Guck dir das mal an. Ja, Alter. Wir haben kein Budget mehr. Wie viel bleibt es noch vom 5-Budget? 5 Sekunden. Das ist Simon. Und das ist Simon nach einem unverzeihlichen Fluch. Hallo PC Areata! Der wohl schockierendste Moment in der Moin Moin Geschichte ist gleichzeitig auch der mutigste und der menschlichste. Aber musste das Abrasieren der Haare nur auch noch sein? Wie dem auch sei.
Das ist unser Moin Moin Sick Picture Platz 1. Jetzt zeige ich euch den Moment, den ich eines Tages plötzlich von 0 auf 100 hatte, als ich vorm Spiegel stand. Und ich habe extra Musik dafür rausgesucht. Das ist eine bekannte deutsche Redewendung. Das wird sein Hitler. Das geht ein klein. Das geht so schnell. Es ist beängstigend, wie leicht es geht. Es ist nicht so, dass die Haare noch Widerstand leisten. Nein! Die Spartaner. Nein, sie kriegen uns nicht. Nein, die sind einfach weg. Augenbrauen auch, abwünscht sich der Chat. Nein. Wie weit willst du gehen? Nur anrasieren. So einen kleinen Cut da rein. Wo rein? In die Augenbrauen. Oh ja, das sieht geil aus. So Vanilleeis. Ja, das sieht so Gangster aus. Na okay, wenn es Vanilleeis hat, ich meine. Ja, krass. Oh, da sind wir wieder. Ja. Da sind wir wieder. Ja, ne, ihr wollt das Loch sehen. Ja, ihr wollt wie hat sich das Loch entwickelt? Ja, es ist ein bisschen, kann man da überhaupt, ja, genau so. Ist ein bisschen kleiner geworden, aber ist noch nicht ganz weg. Aber man sieht, seht ihr das? Ist auf jeden Fall anders. Und Guck du mal, du bist mein Zeuge. Schau mal in die Mitte von der Glatze. Da wirst du sehen, da sind die ersten Haare. Ja. Und das ist neu. Also das ist auf jeden Fall deutlich Mitte der Glatze, kleiner. Ne? Sie wächst wieder zusammen. Und in der Mitte springt ein Fluss als so zwei Haare. Aber dafür habe ich jetzt hier drei, da drei, da drei. Ich glaube, das war's. Ja. Wandert, aber ist doch gut. Ja, aber das ist gut. Vorne der Lappen, der ist bald wieder zu. Ja. Hat ja nur ein Jahr gedauert. Ich finde, du siehst fantastisch aus. Ich auch. Ich bin wirklich ganz happy, aber das ist sehr unangenehm, wenn es reagieren irgendwie. Nee, das ist doch gut. Das könnte man ich auch. Ich weiß. Wenn man sich aber ich habe Lust, weitere Plätze zu gucken. Gibt keine mehr. Warum? Ja, ich finde, da kann man auch mal die Möglichkeit nehmen und wirklich jetzt mal Andreas und alle loben, die da hinten dran gearbeitet haben, weil das wirklich eine coole Nummer ist. Unsere Reaktion hat meiner, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Wir haben uns hier echt teilweise den Bauch gehalten vor Lachen. Ja, ey, danke. Sehr, sehr gut. Danke, Andreas. Cool. Wer war da noch dabei? Ich glaube, da hat noch Anton mitgearbeitet und ich glaube, Marc. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Soll doch Andreas selber mal sagen. Vor allem Marc. 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 Aber den mag man. Ja. Tomatenmark. So, wir sind jetzt schon am Ende dieses Moin Moin. Will noch jemand was sagen? Hast du noch irgendwas rausgesucht, was du noch zeigen möchtest? Ich mag nicht. Ich habe dieses wunderschöne Bild, was finde ich denn, das Moin Moin sehr gut zusammenfasst. Das hat sich auch schon, wurde schon vermimt und werden wir sie die nächsten Tage schon noch häufiger sehen. Ja. Das war nämlich mein erster Gedanke. Das kann man super als Meme benutzen, indem man, weißt du, man hat immer so, man sagt es doch nicht. Aber ich hätte einen direkt. Try to make it a thing. Ach so, ja, und stimmt. Dann wird ein Meme draus. Ah, du hast recht, stimmt. Hoffentlich macht da keiner ein Meme draus. Und da habe ich noch ein schönes Video. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist auch gar nicht so neu oder alt. Kann man mal drauf, dann drücke ich Play. So, da und. Oh, ja. Ist krass, oder? Oh. Ich kannte das noch nicht. Ich dachte, da geht jetzt so ein Aha-Video los. Wo diese Comicfiguren. Was ist das für ein schönes Bild? Das hast du auch nicht. Ist eines der ersten gezeichneten Bilder für den Geburtstag. Ich hoffe, es werden noch einige folgen. Vielen Dank an dieser Stelle an Nevis Art. Ist schon geil. Ich finde das super. Ich wünschte, ich könnte zeichnen. Jedes Mal werde ich so neidisch, wenn ich sehe, wie man diese Emotionen so geil ausdrücken kann. Auch du, Nils, selbst Ede Budi, jeder von kannst du. Ede. Fuck you. Ich weiß nicht, früher habe ich immer gedacht, du kannst dich ja nicht zeichnen. Stell dich raus, du kannst auch zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Kannst du zeichnen? Nee, auch nicht wirklich. Also jeder kann ein bisschen zeichnen, aber sieht scheiße aus oder hat Charme?
Vielleicht ein bisschen Charme, ja? Aber eigentlich auch. Bei mir sieht es nur scheiße. Kann ich auch nicht. Ich freue mich auch über. Und ihr könnt natürlich den ganzen Tag solche Sachen einsenden, sowohl im Forum als auch über Twitter. Forum ist natürlich und Eurkopins TV ist ja eigentlich euer Place to be. Das kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das heißt, ihr könnt da fleißig mitmachen heute über den ganzen Tag. Wir haben ja heute Geburtstag. Vierter Geburtstag. Ja, auch noch, also wir freuen uns über alles, was ihr einsendet an Feedback, an Bildern, an Kommentaren. Auch wenn ihr das auf YouTube guckt, dann lasst gerne mal einen Kommentar da. Und heute, sagt mal, wer der witzigste von uns ist. Heute um. Das ist so gemein. Heute um 20 Uhr? Liebe Regie, ist das große Geburtstagsfest hier live aus dem Delphi mit Live-Publikum, eine große Show, das große Kneipenquiz. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Ich weiß gar nicht, ist davor auch noch irgendwie ein besonderes Programm jetzt oder bereiten wir alles? Bei der Binge kommt um 19 Uhr. Wir werden heute besprechen die Serie Bodyguard, was ja auch so sehr heiß diskutiert worden ist. Hab ich gesehen. Dann geh mich da mal einladen. Ja, sehr gerne. Zu einer der nächsten Folgen, weil ich habe super viel gebinged gerade in letzter Zeit. Ja, an dieser Stelle ist hiermit die Einladung ausgesprochen. Sagt das aber auch Schröcker. Okay, das heißt, vorläuft bei der Binge, haben wir sonst noch irgendwas, was ich jetzt ankündigen wäre, oder sollen wir die Leute... Vielleicht gucken wir mal ein bisschen ins Delphi zum Aufbau. Ah, bleibt einfach dran, denn wir schalten immer mal wieder rüber und schauen uns an, wie das heute hier aufgebaut wird, das große Kneipenquiz aus dem Delphi. Wir müssen deshalb jetzt auch Schluss machen, weil wir müssen uns mental vorbereiten auf diesen spektakulären Abend. Alle sind dabei, oder? Shotgun, Keller, Set, Sofa. Was? Nee, zunächst sind wir sogar in einem Team. Wir sind in einem Team. Mhm. Cool. So, dann drück den Knopf. Drück den Knopf. Zünd den Knaller. Ja, mach doch. Tschüss. Ist der wirklich? Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin.